Und dann liegst du im Bett und dann, yo, das ist die Idee, das ist es. Und dann immer, oh, ich vergesse das, ich vergesse das. Ich habe auch ein Notizbuch neben meinem Bett liegen, so, meine Freundin hasst mich auch dafür. Herzlich willkommen heute im Podcast. Ich freue mich riesig, dass er da ist. Sebastian Budde. Sebastian ist 30 Jahre alt, er kommt aus Bremen, er ist freiberuflicher Filmemacher. Er hat jetzt zur Zeit startet er selber ein eigenes Startup für Virtual Reality. Und ich freue mich riesig, dass du da bist. Hi Sebastian. Hey, moin, hallo, grüß dich. Also fangen wir direkt an. Und zwar diese drei Kategorien: Persönliches, Ausrüstung und Marketing. Wenn dich jetzt jemand fragt, sag mal Sebastian, auf einer Party oder so, was machst du eigentlich vom Beruf? Was würdest du dem sagen? Ich gucke mir die Leute immer an. In der Regel erzähle ich aber, ich bin freiberuflicher Filmemacher. Wenn ich ganz genau weiß, da kommt irgendein blöder Spruch zurück oder die können da nichts mit anfangen, erzähle ich auch manchmal, ich bin Werbefilmer. Aber mit freiberuflichen Filmemacher können schon viele was anfangen und ja, Gegenfrage ist dann immer, ob man davon leben kann. Ne? Wann hast du denn genau damit angefangen, mit den Videos oder mit dem Filmemachen? Ich bin übers Schauspiel zum Filmemachen selber gekommen, weil ich irgendwie meine Schulzeit Theater gespielt habe und dann nach dem Abitur auch Filmschauspiel gemacht habe, so Kurzfilmgeschichten. Und dann so Anfang Mitte 20 gesagt habe, ah okay, vielleicht bist du doch nicht so der Typ dafür und irgendwie hast du auch Bock auf Technik, weil du sowieso so ein Techniktyp bist. Und dann habe ich dann so vor 6 Jahren ungefähr habe ich angefangen, dann selber Filme zu machen und selber zu filmen, selber zu schneiden und alles, was so dazu gehört. Cool. Und dann, das heißt so, dann wurde es auch richtig professionell so vor 6 Jahren. Tatsächlich habe ich damals für meine Band angefangen, selber die Promo-Videos zu schneiden und so. Das war so meine ersten Schritte. Hatte einen Kumpel bei einem YouTube-Kanal geholfen und dann hat mich ein Bekannter gefragt, der in einem Unternehmen arbeitet, er kannst du bei uns nicht mal einen Imagefilm machen? Oder wir wollen auch was für Social Media hochladen. Ich so, ja klar. Also, aber wir bezahlen dich auch, ne, ist klar. Ja, okay, okay. Und dann habe ich direkt am nächsten Tag ein Gewerbe angemeldet. Und habe mein erstes Video gemacht. Das war vor 4 Jahren. Vielleicht war es ein bisschen überstürzt, weil ich hatte überhaupt keinen Plan, was ich überhaupt mache. Also so von der Business-Seite aus. Ja. Einfach erstmal Unternehmen angemeldet. Ja, und was ich so festgestellt habe, die Unternehmer haben ja meistens noch keine Ahnung. Ja, mach mal ein Video. Ja, keine Ahnung, mach mal irgendwie. Du wirst das schon hinkriegen. Und die unterschätzen das dann, dass die meisten Videomacher, Filmemacher voll die Ahnung haben von Technik, von Kamera aufnehmen, von Sound und sowieso. Aber so die Storytelling für ein Unternehmen, das ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer. Also was der Kunde, das Kunden dann auch wirklich sehen will, das ist dann schon nochmal was ganz anderes. Was war das für eine Firma, wo du angefangen hast? Was hast du da gefilmt? Das war ein Marktforschungsinstitut, okay. Marktforschungsagentur. Die machen halt viel, wie nennt man das, Customer Journey Geschichten, glaube ich, nennt man das. Also wie kommt der Kunde mit dem Produkt oder der Marke das erste Mal in Kontakt? Wann entscheidet er sich zu kaufen? Und wie läuft diese komplette Reise eines Kunden ab von Erstkontakt bis ich bin absoluter Fan dieser Firma. Und das haben die vor allen Dingen oder das machen die vor allen Dingen im Einzelhandel, also im stationären Einzelhandel, also richtig im Offline-Handel. Und da haben wir dann so ein paar, oder da habe ich ein paar Stimmungsfilme aufgenommen, also ein paar Mutaufnahmen von Leuten, die einkaufen, von einer Frau, die mit ihrem Handy ein Produkt vergleicht und solche Geschichten. Ja, das ist doch cool. Das ist eigentlich genau das, was man dann sehen will als Kunde. Ja. Was machen denn deiner Meinung nach Videos so besonders? Ja, so abgedroschen, das klingt, aber die Emotionen irgendwie, ne? Du musst ja versuchen, oder ich finde, als Filmemacher ist es so auch deine Aufgabe, versuchen, die Emotionen zu locken. Und das muss nicht immer Freude und nicht immer Trauer sein, das können auch ganz andere Emotionen wie Begeisterung sein oder sowas. Und ich glaube, wenn du das schaffst, das kann man durch eine schöne Story schaffen, durch ein cooles Bild, aber auch irgendwie durch ein cleveres Handwerk, also ein Schnitthandwerk oder Effekte oder sowas, dass man sich das anschaut und nachher denkt, boah, das war jetzt gerade krass. Und dann bleibt, glaube ich, die ganze Geschichte auch im Kopf. Das kann auch ein cooles Sounddesign sein. Ich glaube tatsächlich, dass das Sounddesign irgendwie, ja, ist schon fast das Wichtigste irgendwie. Ich habe immer mehr das Gefühl. Ja. Ja, sehe ich genauso, weil ich finde auch Sound steht über dem Bild und weil wir hören einfach intensiver, als dass wir da hinzuschauen.
Und wenn du kannst ja das geilste Bildmaterial haben ever, und wenn der Ton kacke ist, dann wird eh weggeklickt. Also du wirst es ja kennen, du hast ja einen eigenen YouTube-Kanal und du wirst es ja wahrscheinlich vielleicht mal, wenn du mal in die Analytics mal reingeschaut hast, vielleicht hast du es mal verglichen und hast gesehen, okay, da war vielleicht lag es dann nicht an der in am Inhalt, sondern doch am Sound. Ja, das glaube ich auch. Also mein YouTube-Kanal ist jetzt nicht sonderlich aktiv, hatten wir eben schon drüber gesprochen, aber wenn ich dann mal ein Video mache oder überlege, wie kann ich das Video umsetzen, dann versuche ich mich immer in die Situation hineinzusetzen, wie schaue ich YouTube-Videos, weil ich bin auf der Plattform relativ aktiv und ziehe mir viel rein und viele Tutorials, viele Leute, denen ich folge. Und wenn ich ein Video sehe von einem YouTuber, den ich nicht kenne, oder einer Person, die ich vorher noch nie gesehen habe, und ich höre, kann er nicht richtig verstehen, was er redet, weil er so knistert und der Sound ist schlecht. Oder die Hintergrundmusik ist so laut, dass ich mich so krass konzentrieren muss, was er erzählt, dann klicke ich auf jeden Fall weg. Wenn das Genau. Bild kacke ist, dann gucke ich es mir auf jeden Fall länger an. Genau, ja. Genau so sehe ich es auch. Wenn ich jetzt jemand anders fragen würde, von dem du mal ein Video gemacht oder für den du mal ein Video gemacht hast, was würde der mir sagen, was dein Alleinstellungsmerkmal ist, was dein USP ist, was dich auszeichnet, warum man dich unbedingt buchen sollte? Also das, was ich bisher von Kunden zurückbekommen habe, ist, dass ich ein gutes Gefühl dafür habe, mich in die Situation der anderen reinzuversetzen. Also was möchte die Firma wirklich sehen? Das, was wir gerade hatten, was möchte die Firma mit diesem Film ausdrücken? Und dementsprechend, was wird dann auch gezeigt? Was du gerade hattest, wenn es eine Spedition ist und wir zeigen dann ganz viele LKWs, dann ist das nicht unbedingt im Sinne der Firma. Weil derjenige, der es sich anguckt oder diejenige, die es sich anschaut, hat kein Interesse daran, viele LKWs zu sehen, sondern was ist das Besondere an der Firma und warum ist diese Spedition so schnell oder so gut und was ist das Besondere an dieser Firma? Und ich kann das selbst irgendwie schlecht einschätzen, aber das ist das, was ich oft von anderen wiederbekomme. Sehr gut, ja, stimmt. Ja. Wie bildest du dich denn weiter? YouTube. Nur YouTube. Das habe ich schon in meinem Studium so gemacht. Ich schaue mir also wenn ich irgendwas nicht verstehe, irgendwas Neues wissen will, schaue ich mir Tutorials auf YouTube an. Es gibt auch sehr viele Leute, die ich irgendwie als Vorbild achte, denen ich auch dort folge und mir immer die neuesten Sachen angucke. Aber ich lese auch sehr viel. Also jeden Abend nehme ich mir die Zeit, ein Buch zu lesen. Und so ein, zwei die Woche schaffe ich tatsächlich auch. Ja, cool, sehr schön. Schon mal, glaube ich, der richtige Weg, ja. Was machst du denn in deiner Freizeit? Außer jetzt gerade rumzukränkeln. Ja, es geht mittlerweile. Videos, ne? Na, ich hatte davon erzählt, ich hab gerade ein neues YouTube-Projekt gestartet, tatsächlich. Und das sehe ich so ein bisschen als Freizeit. Das geht um Virtual Reality. Das hattest du am Anfang falsch verstanden. Bis vor kurzem hatte ich ein Startup, das ist jetzt leider tot. Und die ganzen Erkenntnisse, die ich daraus gezogen habe, waren auch solche Sachen, die ich schon vorher im Studium hatte. Und da baue ich gerade mir so einen kleinen YouTube-Kanal auf und geht es um Cross-Reality und künstliche Intelligenz, also Virtual Reality, Augmented Reality Sachen. Und da gibt es auch sehr viele schöne Games auch, dass ich dann ab und zu auf Twitch ein bisschen streame, wenn ich zocke. Und ich finde die ganze Technik einfach total geil und faszinierend. Ich kann da wirklich auch viel drüber erzählen, weil es so ein bisschen so ein Passion-Thema ist auch bei mir. Und dann kann ich das irgendwie kombinieren mit coolen Videos, wo ich dann auch mal freie Schnauze machen kann, was ich will und nicht irgendwie irgendwelche Richtlinien habe, sondern einfach vielleicht auch ein paar verrückte Sachen machen kann oder vor allem meinen ganz eigenen Kopf durchsetzen kann. Und ja, ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio, um so irgendwie den Ausgleich zu finden, weil ich halt auch relativ viel am Computer sitze während des Editing-Prozesses. Aber ja, Hobby und Beruf geht so ein bisschen einher auch. Okay, aber du hast schon noch ein bisschen Ausgleich und Freizeit, dass du da mal abschalten kannst. Das Ja. stimmt, Ja, voll. klingt sehr cool. Also ich hatte Virtual Reality, ich hatte beim Kollegen mal Resident Evil gezockt über so eine Brille, über PlayStation 4 Pro oder was das ist. Ejo. Ich habe mir die vom Kopf gerissen und habe gesagt, die Scheiße spiele ich nie wieder, weil das war so realistisch. Nee, alleine, wir haben das erste, was er mir gezeigt hatte, war der Trailer, wo dann irgend so ein böses Vieh da in die Küche kommt und du sitzt da Ja. gefesselt am Stuhl. Und dann, also nee, kennst du die Szene wahrscheinlich, oder?
Voll, das Spiel ist krass, ne? Das ist also. Das ist wirklich krass. Und der hat mir erzählt, er hat das mit einem Kumpel zusammen immer im Wechsel abends dann gespielt, aber mit 3D und Brille und allem drum und dran und sagte, das war wirklich, wirklich kribbelig. Also der hat wirklich gesagt, du hast ein paar Mal haben sie Pause gemacht, haben gesagt, nee, ey, komm, wir müssen mal ausmachen, das geht gar nicht, weil das zu realistisch wird. Weil du wirklich nach kurzer Zeit gar nicht mehr checkst, dass das nicht real ist, weil dir das so real Ja, vorkommt. Das ist unglaublich, wirklich. das Ja. stimmt. Das geht da relativ viel. Und das Spiel ist in dem Bereich auch wirklich echt sehr, sehr gut. Ich habe es auch schon mal mit Kumpels gespielt, die vorher noch nie eine Brille auf dem Kopf hatten. Die haben sich hinterm Sofa festgekrallt, weil es irgendwie zu krass wurde an Ja, manchen das ist Stellen. so. Also, ich bin eh nicht so der Horrorfilm-Typ, weil mir die auch viel zu. Früher, die Horrorfilme vor 10 Jahren, die waren ja noch, da hast du gesehen, ja, okay, da ist ein bisschen Ketchup und ein bisschen. Aber heute, die sind ja so realistisch und heftig, einfach nur heftig. Ja, deswegen gucke ich das auch gar nicht mehr. Jetzt, letzte Frage, persönliches. Wo siehst du dich denn in 10 Jahren? In 10 Jahren, ich habe auf jeden Fall noch so ein Lebensziel vor Augen, dass ich mir ein eigenes Studio aufbauen will. Also nicht so ein klassisches Fotostudio, sondern tatsächlich so irgendwie, ja, so ein Filmstudio. Also im Sinne von irgendwie einem großen Raum, wo man auch tatsächlich drin filmen kann, wo ich auch, wenn ich mal was auf YouTube hochlade, selber filmen könnte. Ich überlege tatsächlich auch über einen Podcast nach. Schon seit längerem, mir fehlt irgendwie noch jemand, der da mitmacht, so, weil alleine ist Kacke, aber dass man das da auch produzieren könnte, dass ich so diese ganzen Audiogeschichten dort machen kann und dass ich irgendwie einen Ort habe, wo ich mich kreativ ausleben kann. Also alleine, was ich zum Podcast sagen kann, alleine ist gar nicht kacke, weil ich habe auch überlegt, wie mache ich es und wie gesagt, ich habe dich ja auch eingeladen. Ich lade immer wieder super interessante, coole Leute ein und das ist Ja. das Coole, weißt du, weil wenn du nämlich zum Beispiel einen Kollegen gegenüber sitzen hast, dann ist der Gesprächsstoff irgendwann, weißt du, also könnte ich mir so vorstellen, dass du dann sagst, und dann wird zu viel Laberei und dann kommt da nichts mehr raus. Aber wenn ich immer mit anderen Leuten quatsche, die gleichen Interessen haben wie ich, das macht super viel Spaß, also kann ich dir nur empfehlen. Glaube ich, habe ich auch schon drüber nachgedacht, tatsächlich. Und so Interviewgeschichten sind ja auch cool, weil du tatsächlich, wie du sagst, immer neue Leute kennst und immer neue Themen hast und so. Ich höre mir tatsächlich viele Podcasts auch an und ich finde es cool, solche Podcasts. Und ich glaube, das liegt mir auch, würde mir am meisten liegen, einfach, wenn es nicht ums Thema geht, was ich so beruflich mache, also Video und Technik und bla bla, sondern einfach jemanden, den ich gerne mag oder vielleicht sogar auch schon länger kenne. Und dann trifft man sich einfach und quatscht ein bisschen Blödsinn. Okay. Das ist so meine Vorstellung von dem Podcast. Na, ist ein bisschen schwierig, dass du dann da die Leute, weil meistens hören die Leute das ja aus Eigennutz und wollen ja Erfahrungen sammeln und deswegen. Ja, cool. Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen bei deinem Podcast, dass es das funktioniert, dass du irgendwann anfängst. Und kommen wir zum nächsten Thema. Ausrüstung, Workflow. Mit welcher Ausrüstung hast du denn angefangen? Ich habe angefangen mit dem iPhone. Nur iPhone. Also nichts weiter. Und habe dann angefangen damit zu filmen. Habe auch damit den Ton aufgenommen. Habe damit alles aufgenommen. Und dann habe ich irgendwann, es ist nach und nach das Equipment aufgestockt. Und so die ersten professionellen Sachen habe ich aber mit einer Panasonic GH4 geshootet. Das war so auch meine erste richtige Kamera. Ich hatte vorher auch so ein, zwei Canon-Modelle, die ich von meinem Vater oder von meiner Freundin nutzen konnte, die mir nicht aber sonderlich gehörten. Ja, damit bin ich angefangen. Jetzt bin ich allerdings auf Sony. Auf Sony, welche Kamera hast du da? Die A7S und die Alpha 6500. Das ist auch die, der ich hier gerade filme. Okay, cool. Welche Programme verwendest du denn für Schnitt, Sound, Effekte und sowas? Adobe oder Final Cut oder was ganz anderes? Die Adobe Creative Cloud. Also tatsächlich nutze ich auch relativ viele Programme davon. Ich habe nur Apple-Geräte. Aber mit Final Cut habe ich auch schon mal gearbeitet, um mich da reinzufinden. Aber ich weiß nicht. Ich finde es cool, dass die Creative Cloud so miteinander vernetzt ist. Ich kann in einem Premiere-Projekt einfach ein After Effects-Komposition öffnen oder in Photoshop reingehen und ein Visual Design machen oder so. Finde ich total geil, dass die alle so kompatibel untereinander sind und auch über die Cloud funktionieren, wenn ich über mehrere Devices arbeite. Ich mache viele meiner Instagram-Story mit ziemlich abgefahrenen Effekten und sowas. Und das sind so Sachen, die ich dann meist in Adobe Rush oder tatsächlich in Premiere oder After Effects ab und zu auch mal mache. Und durch die Cloud ist einfach alles miteinander verbunden. Und alle deine Geräte sind miteinander vernetzt. Und das
funktioniert ziemlich gut. Ja, letztes Jahr war ja so ein bisschen Shitstorm, weil es immer abgeschützt ist, Premiere, war bei mir auch. Dann kam das nächste Update und dann ging es eigentlich wieder. Wo ich mir dann auch denke, ja gut, das ist natürlich Windows-Basis, ne? Und Windows ist ja schon immer so programmiert gewesen, wenn irgendwas nicht läuft, stützt es ab. Und wenn dann das Programm hinterhängt, was immer mehrere Bausteine hat, wenn da irgendwann mal was nicht funktioniert, ist schon schwierig, das stabil aufzubauen. Und Final Cut ist ja 100% Apple, also von daher. Das ist dann Ja. schon, kann man das nicht wie mit Äpfel vergleichen. Aber ich finde auch Adobe viel, viel besser, muss ich immer noch sagen, wegen diesem Hyperlink, was du meintest halt. Dass du alles miteinander, Ja. du musst es nicht nochmal abspeichern, nochmal wieder die Datei suchen, sondern einfach, du kannst in dem Programm ins nächste Programm wechseln, das kurz bearbeiten, speichern und wieder zurück ins Programm. Das ist voll, voll cool, wirklich, finde ich auch. Genau. Also nutze auch Premiere hauptsächlich, ja? Genau, ja. Ich hab auch so ein Highspeed-Laptop-PC mir geholt und damit schneide ich dann auch. Ich habe aber auch noch einen harten Desktop-PC und kann damit auch schneiden. Aber das reicht vollkommen. Also ja, ich bin auch total begeistert. Also ich finde, habe auch das Gefühl, es wird immer schneller von den Arbeitsabläufen her. Also früher war es schon ruckeliger, aber ich muss sagen, jetzt zur CC 2019er Version, ich finde immer noch nach wie vor die CS6-Version komplett immer noch von allen immer irgendwie am besten. Weil da habe ich Ja. das Gefühl, das lief immer noch am stabilsten. Das sah vom Look her einfacher, übersichtlicher aus. Das stimmt. Also tatsächlich hatte ich mit CC 2018 auf meinem MacBook auch immer wieder Probleme mit Abstürzen. Also ich weiß nicht genau, ob das an Premiere lag. Ich glaube schon, ich habe auch im Forum ein bisschen darüber gelesen. Genau, ja. Das MacBook ist von 2014, glaube ich. Das ist natürlich irgendwie auch an seine Leistungsgrenzen gekommen und 4K kann ich da jetzt nicht unbedingt ohne Proxy drauf schneiden, wenn überhaupt. Jetzt aktuell bei CC 2019 auf meinem iMac auch wieder mehr Probleme, ehrlich gesagt. Ja. Und das nervt mich gerade schon so ein bisschen. Ich hoffe, die kriegen das mal. Ja, ich habe das reduziert. Du hast ja diese Autospeicherfunktion auf 20 Minuten ist ja manuell eingestellt. Ich habe es einfach auf alle 5 Minuten runtergestellt. Und dann geht es eigentlich. Da musst du da nicht immer so. Weil meistens warst du bist du voll im Flow und dann stürzt es ab und dann schrei ich hier die ganze Hütte zusammen. Ja, ich habe mich schon angewöhnt, andauernd auf Speichern zu drücken, wenn ich irgendwie ein paar Schnitte gesetzt habe. Speichern, speichern. Das ist schon irgendwie so automatisch drin, weil ich immer Okay. Schiss habe, dass es abstürzt. Total krank Ne, ich eigentlich. hab's einfach diese Autofunktion. Kannst du in den Einstellungen vorne einfach ändern. Das ist eigentlich ganz Voll, cool. ja. Was möchtest du dir denn als nächstes kaufen an Ausrüstung? Hast du da irgendwas in Planung, wo du sagst, das wäre auf jeden Fall, was ich mir als nächstes holen möchte? Ja, ich bin an zwei Sachen gerade am Denken. Ich bin noch nicht ganz schlüssig. Das eine ist auf jeden Fall, mein Audio-Equipment ein bisschen aufzubessern. Ich habe jetzt das VideoMic Pro von Rode, was ich immer oben auf der Cam habe, wenn ich irgendwie auf dem Feld unterwegs bin. Aber auch das NTG1 von Rode, die Startmikrofon. Ja, die Shotgun-Mikrofon. Was ich ganz geil finde, aber es gibt die auch, dieses VideoMaker-Kit. Ich weiß nicht, ob du das kennst von Rode. Das sind diese Cavalier-Mikrofone, so ein Wireless-System. Das kannst du auch an der Kamera einfach über den Mikrofoneingang anschließen und das Cavalier-Mikrofon klippst dir halt an und steckst den Sender dann irgendwie in die Hosentasche. Das finde ich ganz cool und Ich habe das mal verglichen mit dem Sennheiser und ja. das von Rode, das Ding ist mir einfach zu dick. Also im Vergleich Okay. ist es einfach viel, viel dicker. Und wenn ich das, ich filme ja Hochzeiten und dann, wenn ich das dem Bräutigam anstecke, das ist ein Riesenklotz. Und dieses Sennheiser, das leihe ich mir dann auch, weil das ein sehr, sehr teures Funkmikrofon ist, aber es ist von der Qualität wahnsinnig gut, also hat der Hammer. Ja. Dann ist es richtig schön flach, das Sennheiser, im Gegensatz zu dem Rode, ja. Deswegen, ich bin Ah, noch okay. so, was mich interessiert, ist das Neue von Sennheiser, was auch über Wi-Fi funktioniert, was ja das Rode auch macht, weil diese ganze Funkstreckengeschichte ist ja schon ziemlich störanfällig, wegen jeder hat hier ein Handy in der Tasche und dann ist es sehr schnell Total. gestört, ja. Ja, das stimmt. Das ist auch echt nervig. Aber was ist das Neue? Was ist das Neue Sennheiser? Ach, das ist das, was meintest, dieses Funk da? AV, nee, das, was ich immer verwende, war das EWG 110, heißt das, glaube ich. Das hatte ich immer verwendet. Also, das leihe ich mir immer, weil mir das zu so teuer ist. Aber das, was ich mir kaufen möchte, ist AV irgendwas. Ich kann es unten mit verlinken ins Video, kannst du mal reinschauen. Das ist richtig cool. Das hat so einen blauen Ring. Und das ist Ja. halt, läuft halt auch über Wi-Fi, weil die haben ja die Gesetze geändert mit dem Funk.
du hast ja rein theoretisch, musst du das anmelden, wenn du, also für dich bescheuert, aber rein theoretisch musst du das anmelden, wenn du da jetzt mit einer Funkstrecke arbeitest. Also, naja, ist halt Deutschland. Ist, ja, naja, kann man nichts zu sagen. Aber auf jeden Fall, das kann ich dir sehr empfehlen. Das steht bei mir auf jeden Fall auch auf der Einkaufsliste, ja. Ah, cool. Ich habe aber nochmal extra nochmal so ein, weil ich es eh hinterher schneide, nochmal dieses Rode F1 habe ich mir geholt. So auch so ein Ansteckmikrofon, was einfach direkt aufnimmt. Und dann mache ich einfach ein Klatschen, um eine Sync zu machen von den Sounds. Und schmeiß dann einfach den alten Sound der Kamera weg und nehme dann nur den Sound, den ich aufgenommen habe mit dem Rode. Also das reicht eigentlich auch. Wenn du es nicht live machst, dann brauchst du es eigentlich nicht, dass du Ja, das dann direkt stimmt. den Sound, den richtigen in der Kamera hast. Eigentlich brauchst du es nicht. Es ist einfach zwei Klicks mehr und dann ja, Ja. hinterher beim Schneiden. Ja. Nutzt du eigentlich Drohnen während Hochzeiten auch und so? Ja, auf jeden Fall. Das sind voll die geilen Aufnahmen. Das Geilste ist, wenn du, ich hatte letztes Mal du kannst ja so einen 360-Grad-Schwenk machen, also machst du ja wie heißt das, Center Point of Center Point, irgendwie sowas. Speicherst den, fliegst ein bisschen weg und stellst die Drohne auf automatisch, dass sie das Objekt umfliegt. Und da kannst du so einen geilen Parallax-Effekt machen. Und zwar, wenn du da Ja. nicht jetzt aus der Höhe komplett filmst, sondern so ein bisschen seitlich und der fliegt einmal drumherum. Das sieht total geil aus. Und gerade bei einer Kirche, die ist ja eh der höchste Punkt meistens und dann macht das schon total Sinn. Ja, Das sieht voll. richtig cool aus. Ich habe noch die Phantom 4 Ja. und da funktioniert das sehr, sehr gut. Die ist sehr, sehr stabil und Ja. viele holen sich ja jetzt diese Mavic Pro 2 und alles, aber. Ist auch cool, ja, aber ich habe ja noch die Phantom, von daher muss ich jetzt nicht. DJI ist mir da einfach viel zu schnell, was die da an Equipment rausballern. Das sprengt mein Portemonnaie, ja. Ja, da denke ich auch drüber nach, weil ich habe tatsächlich noch nie eine Drohne in meiner Hand gehabt. Irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie hat mich das auch nie so richtig interessiert, ehrlich gesagt. Okay, Und ich dachte, du wärst ein Technikfreak. ja, eigentlich total. Und ich weiß auch nicht, warum ich Drohnen so ausgelassen habe. Aber ich finde es jetzt cool, gerade die neuen DJI-Geschichten, die tatsächlich auch relativ autark fliegen können, also die du theoretisch auch durch den Wald steuern kannst und die Genau. weichen so automatisch. Also ich weiß gar nicht, welche das ist. Sobald der Funk abbricht, kommen die Dinger auch sofort alleine wieder zurück. Also du kannst das einstellen, der fliegt dann wieder hoch und meckert dich dann auch an, Home, Home, Home und dann kommt er wieder zurück. Also das ist richtig cool. Also du kannst das Teil eigentlich nicht verlieren. Es sei denn, du fliegst so weit weg, dass der Akku nicht mehr reicht, weil nach 20 Minuten ungefähr ist halt Ende. Aber macht man in der Regel nicht. Du machst dann einen Shot, fliegst einmal in der Luft, fliegst einmal drumherum und dann bist du nach 6 Minuten bist du eigentlich wieder am Boden und dann das reicht. Also musst du ja nicht einen Akku haben, der eine Stunde hält, das ist Quatsch. Ja. Ja. Und was ich finde, was man nicht mehr braucht, ist diese Inspire 2-Geschichte. Das könnte man wenn man wirklich einen professionellen Film macht, aber ich meine, dann nimmst du eh eigentlich wie heißt das, Mirage oder was, wo du dann halt eine Web dran haust. Also wenn du es dann richtig professionell machst, dann müsste ich mir jetzt, entweder hole ich mir wenn ich jetzt anfangen würde, müsste ich mir eine Drohne holen, entweder hole ich mir eine Mavic Pro 2. Von der Bildqualität ist die nämlich sehr, sehr gut. Oder richtig professionell halt, wo du gleich eine Web dran bauen kannst. Aber eine Mavic reicht vollkommen. Weil die kannst Okay. du schnell auspacken, kannst du in so eine kleine Tasche packen und hat eine sehr gute Ja. Bildqualität, ja. Ja. Ja, spannend, weil es ist ja auch schon auch ein Trend aktuell. Ich sag, man sieht es sehr viel. Und ja, da bin ich gerade im Überlegen, ob ich da auch mit aufsteige. Das sind halt echt coole Aufnahmen. Es macht süchtig. Glaube ich. Es macht wirklich, weil du kannst du noch so einen Fly-Modus machen, wo du dann, als ob das, dann dreht sich die Kamera so leicht mit, wenn du schwenkst nach rechts oder nach links machst, als wenn du in so einem Flugzeug sitzt. Oder als wenn du Ja. als Superman durch die Lüfte fliegst, weißt du, so sieht das dann aus. Ja. Macht wirklich süchtig, ja. Und dann sind ruckzuck 20 Minuten noch um. Aber wenn du gezielt zu einem Ort fährst und willst jetzt einfach nur eine Szene haben, dann reichen 6 Minuten, wie gesagt, dann ist das vollkommen. Ja. Ja, es gibt ja auch so coole Aufnahmen, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, die mit einer Drohne geschossen wurden, wo die so tatsächlich durch eine Menschenmenge durchfliegen, so Ja, das irgendwie. ist voll verboten. Ja, das ist doch scheißegal. Voll, boah, ey, wenn da was passiert. Aber so, stell dir vor, so eine Menschenmasse, die irgendwie auf den Straßen protestieren und da fliegt die Drohne so durch und so, solche Aufnahmen. Ja, Das ist sieht schon. einfach auch ziemlich geil Sieht aus, ziemlich ne? geil aus, aber das ist voll mega verboten. Ja. Also du darfst eigentlich ab 12 Personen ist eine Gruppe und nicht immer eine Gruppe und da musst du mindestens 100 Meter Abstand haben. Das sind so die allgemeinen was ja auch Sinn macht. Ich meine, wenn so ein Ding da aus, keine Ahnung, wie viel Meter irgendjemand auf den Kopf knallt, dann ist der nicht mehr. Also das ist dann Ja. schon nicht mehr witzig. Ja, ja cool. Thema Drohne. Ist ein sehr cooles Thema. Vielleicht mache ich nochmal ein Video zu. Also ja. Sehr, sehr spannend, was da momentan so auf dem Markt abgeht, was da alles so gibt. Gerne.
Ich finde ja Drone Racing auch mega geil, ne? Also das ist so eine Leidenschaft. Also, was heißt Leidenschaft? Das habe ich auf der Expo das erste Mal jetzt gesehen. Live Drone Racing. Haben wir Okay. sofort in die ganzen Newsletter reingeschrieben. Gibt es ja tatsächlich auch schon Hamburg-Liga und alles. Und das ist einfach nur abgefahren. Das haben wir. Wie viele Tage rechnest du dann ungefähr für deinen Schnitt wegen Effizienz und Effektivität? Also hast du dann genau so einen Masterplan, so ich nehme jetzt 3 Tage für den Schnitt, einen Tag für den Sound oder wie machst du das? Ich rechne das ehrlich gesagt gar nicht in Tagen, sondern ich rechne immer mit dem Faktor 2,5, was ich in der Produktion gebraucht habe oder wahrscheinlich brauchen werde. Das ist cool. Erklär mal bitte, was ist Faktor 2,5? Ja, die Stundenanzahl einfach mal 2,5 rechnen und dann kommt es meist hin für die Zeit, die ich in Nachbearbeitung brauche. Wenn es ein Kundenprojekt ist, wenn ich mit einer Firma zusammenarbeite, irgendwie, oder einer Brand oder was auch immer, dann geht relativ viel Zeit in die Pre-Production, also dass ich mit dem Kunden relativ genau auch aushandle, also nicht aushandle, aber überlege, was kann man machen, was kann man umsetzen oder auch das sind meine Ideen, so würde ich das machen, wie gefällt euch das? Und machen den ganzen Drehplan fertig. Dann läuft die Produktion auch relativ stabil, sag ich mal. Dass du dann relativ gut auch durchkommst und meinetwegen filmst du einen ganzen Tag, 8 Stunden, bist du dann am Place of Happening da, wo gedreht wird, dann kann ich ungefähr abschätzen, dass ich sehr wahrscheinlich 20 Stunden für die Nachbearbeitung brauchen werde. Und mit dem Faktor komme ich dann meist auch gut hin, weil in solchen Fällen ja schon relativ klar ist, wie das am Ende aussehen soll. Und dann arbeite ich einfach darauf hinzu. Da komme ich ganz gut mit hin. Habe noch eine Zeit für eine Schleife, habe noch Zeit, die ganzen kleinen Feinheiten auszubessern und so. Wenn ich irgendwie einfach so drauf los shoote, dann klappt das meist nicht so. Dann brauche ich meist deutlich länger. Also zum Beispiel bei einem YouTube-Video, wo ich mir nur Gedanken über das Thema mache und dann einfach drauf los sabbel und irgendwie mir überlege, wie kann ich manche Dinge filmen und hier filmen und während des Editing-Prozesses fallen mir dann so viele neue Sachen ein, wie ich das umsetzen kann. Eigentlich auch nicht effizient, ich weiß das auch, aber da ist noch Verbesserungspotenzial. Ja, das ist das Coole, dass man, wenn man alles selber macht, dass man dann hinterher beim Editing-Prozess eigentlich sieht, ah, ich hätte das noch, ich hätte das, so also geht mir das genauso. Und das ist eigentlich das, früher hat ja immer der Kameramann über den Editing geflucht und umgekehrt. Und das ist cool, wenn du dann alles selber machst. Also das macht dann auch, finde ich, am meisten Sinn. Wenn du Ja. dann hinterher auch siehst, ah, da hätte ich vielleicht nicht so wackeln sollen, da hätte ich vielleicht nochmal. Über das Thema habe ich mir tatsächlich gestern Abend Gedanken gemacht. Weil bist du so auf YouTube unterwegs, so mit diesen ganzen englischsprachigen Filmemachern oder auch deutschsprachigen Filmemachern, die da so relativ viel Content produzieren? Ja, mit den Englischsprachigen, das ist eigentlich genau mein Ziel. Da würde ich mich eigentlich so ein bisschen zurückziehen, weil ich finde, die deutsche Szene ist auch sehr, sehr gut. Ich arbeite jetzt mit Walter Weber zusammen, mit Golden Wolfertz zusammen. So, das sind so, mit denen ich zusammen, weil das sind deutsche Leute, die das auch so ein bisschen nach Deutschland mitbringen wollen. Und man kann sich, das Coole ist, von den Amerikanern viel abgucken und auch von den Ja. Kanadiern und von den Englischsprachigen. Und aber ich finde, es rennen immer, was ich gelernt habe, immer ganz viele Leute nach Amerika, weil sie da ihre Chancen bekommen und weil die da Ja. an, die Dinge anders sehen. Ich habe zum Beispiel jetzt hier in dieser Facebook-Filmemacher-Gruppe, da ist auch immer so viel Negativ und so viel Shitstorm wegen allem Möglichen, egal was du machst. Ich finde das total krass. Weiß nicht, kennst du Ja, die das ist. Facebook-Gruppe? Das ist immer Ja. irgendwie, da kommt irgendwas und da wird nur Shitstorm und letztes Mal haben sie auch so ein Video abgebrochen und alle. Finde ich ganz schlimm und in Amerika ist es genau umgekehrt. Da wird das alles gehypt, was du da machst. Ey, voll geil, voll geil, voll geil. Und hier ist Scheiße, kann sich nicht wieder. Die sehen immer, Das ist was die ich weiß deutsche ich nicht. Mentalität, Ja, ne? ganz schlimm. Immer so, das. Nur negativ, weißt du, du machst irgendwas und dann, ja, aber das funktioniert wegen dem nicht. Und die wissen tausend Ausreden, warum es nicht funktioniert, aber keiner weiß, wie, wenn es dann funktioniert, dann kommt naja, hat er eh nur Glück gehabt, Ja. weißt du, anstatt so, ja, voll cool und super, du machst so richtig coole Videos, einfach mal so loben, das ist, fehlt den meisten ganz schwer. Und das finde ich so ein bisschen schade und deswegen bin ich da mit den Jungs auch dran, das so ein bisschen umzukrempeln, versuchen wir das irgendwie gerade so ein bisschen. Also ja, ich finde auch, dass es in Deutsch auf jeden Fall auch richtig gute geht. Ja, auf jeden Fall. Und da sind auch einige bei, denen ich folge und die Arbeit immer wieder ständig verfolge und das auch ziemlich geil finde. Ich habe nur daran gedacht, weil die Englischsprachigen natürlich so
von der Anzahl der Follower und der Reichweite die größten sind, ne? Weil sie halt eine größere Masse ansprechen. Genau, weil die sprechen ja auch Englisch, die kannst du mit der ganzen Welt kommunizieren. Zum Beispiel Damien Cooper, mit dem hatte ich das erste Interview und der hat auch ganz, da habe ich gefragt, wieso machst du nur alles auf Englisch? Du kannst ja Deutsch. Und dann sagt er, ja, aber da ist die Followerzahl sind einfach größer, weil du kannst mit auf Englisch viel, viel mehr Leute erreichen. Wo ich sage, macht Sinn, finde ich aber traurig, weil ja, weil Ja. warum muss ich alles Englisch? Es gibt so viele Kollegen, die können gar nicht so gut super Englisch und die sind froh darum, wenn es auch mal was in Deutsch gibt. Und deswegen, und das merke ich jetzt gerade bei diesen Podcast-Sachen und in meiner eigenen Gruppe, wie viel Leute da kommen und sagen, ey, ich möchte niemanden aus dem amerikanischen Raum, sondern ich möchte jemanden Deutsches haben, der mir zum Beispiel ein Video machen kann, der mich unterstützen kann, von dem ich was lernen kann, weil ich verstehe es ja besser, wenn es meine eigene Sprache ist. Das ist ja logisch. Gut, aber unabhängig von der Sprache, wenn wir die jetzt mal so als uns vorstellen, diese Filmemacher, die online jetzt relativ viel aktiv sind und viel Content auch raushauen, habe ich mir so die Frage gestellt, mal angenommen, ich würde einen Film machen und ich könnte mir die coolsten Leute, die gerade aktuell online irgendwie was machen, raussuchen für jedes Department, ne? Kamera, Schnitt, Ton, was auch immer. Wen würde ich nehmen? So, darüber habe ich mir gestern Abend Gedanken gemacht. Und dann kam mir Okay. so der Gedanke, die modernen Filmemacher, die ist ja heute eigentlich auch fast unumgänglich, dass du irgendwie auf Social Media was publizierst oder so deine Werke auch zeigst, ja, dein Portfolio. Was glaubst du, deswegen, das würde ich dich auch gerne fragen, was glaubst du, sind das mehr Editor? Weil, deswegen meinte ich die Englischsprachigen, weil da ist es ja aktuell ein relativer großer Trend, dass viel krasse Schnitttechniken, sehr viel Effekte und so ein bisschen Skill messen andauernd. Und ich habe das Gefühl, die Leute sind mehr Editor, als dass sie beispielsweise Kameraleute sind. Vielleicht ist das in Deutschland oder in anders oder in Frankreich oder keine Ahnung, ein bisschen anders von der Mentalität, aber ich glaube nicht, dass die modernen Filmemacher aktuell so klassische Filmemacher sind, die alles einfach machen. Also klar machen sie das, sondern eigentlich eher im Schnitt unterwegs sind oder eigentlich eher Kameraleute sind oder eigentlich eher Regisseure vielleicht auch sind. Weißt du, was ich meine? Also was ja am meisten Spaß macht, ist ja die gesamte Kreativität an sich. Und das ist ja das, was ich nenne das immer so als Oberbegriff, so als Videograf, weil das ist das, was komischerweise auch viele googeln und viele auch suchen Videografen, weil das ist im Vergleich zum Fotograf, der macht ja auch alles an seinem Bild, von der Aufnahme bis zur Fertigstellung, bis zum Print, macht ein Videograf von der Aufnahme bis zum Sounddesign, über Editing, bis, sag ich mal, wenn jetzt grob gesehen, wenn das Video auf YouTube haust oder auf DVD oder Blu-ray, macht er auch alles selbst. Und da finde ich zum Beispiel, es ist das Gesamtpaket, finde ich eigentlich am coolsten, weil wie vorhin gesagt, wenn du am Anfang bei den Aufnahmen siehst, hinterher beim Editing, ah, ich hätte das und das noch anders machen können, dann machst du das, dann lernst du es immer doppelt so viel. Also hinterher beim Editing, wenn du dann merkst, okay, ich hatte zum Beispiel mal rumexperimentiert mit diesem S-Log-Verfahren. Du hast auch eine A7S. Da kam dann groß raus, ja, die hat jetzt S-Log 2 und so. Und dann habe ich habe noch so ein Ninja Flame Shogun hier und dann habe ich das getestet in der Bildqualität und ich muss sagen, ich finde es eigentlich mit dem ohne S-Log-Verfahren zum Beispiel viel, viel rauschfreieres, viel, viel schöneres, sanfteres Bild in bester Qualität, weil der Sensor einfach schon so riesig ist. Und hinterher beim Editing, dir fällt es nicht auf mit dem Rauschen eigentlich. Du kannst es ja mit Denoiser auch alles wieder rausnehmen. Und wenn du dann damit rumexperimentierst und das Kreative dann damit reinbringst, dann finde ich eigentlich alles sehr interessant. Also jetzt nicht nur das Editing, sondern, aber es macht ja auch Spaß, einfach mal wie du sagst, aufs Land fahren und ein paar geile Aufnahmen zu machen. Macht ja auch, es bringt dich ja auch runter und Ruhe und dann freust du dich hinterher schon aufs Schnitt. Und weiß ich nicht, und da, ich finde irgendwie alles macht da irgendwie richtig Spaß. Und wenn du dann noch eine Drohne hast, dann macht es eh nochmal richtig Spaß. Ja, aber du merkst ja auch selber, dass du irgendwie in bestimmten Bereichen mehr Stärken als Schwächen hast. Weißt du, dass der eine Bereich vielleicht deutlich stärker ist? Bei mir ist das zum Beispiel so, für mein Verständnis bin ich relativ gut im Schnitt. So, das ist meine große Stärke. Post-Production bin ich sowieso eher zu Hause als Kamera selber. Schwäche ist aber das Color Grading an sich. Also Color Correction und so ist kein Problem und ein schönes Bild. Ne, das läuft auch alles klar, aber so, ich denke da so an richtig krasse Color-Grading-Geschichten, wie man das irgendwie zum Beispiel auch Spielfilmen kennt, wo man dann eine richtige Farbpalette abarbeitet, weil man bestimmte Emotionen in bestimmten Bildern erzeugen möchte. Und da merke ich, das ist noch ein Bereich, wo ich noch ein bisschen Nachholbedarf habe, wobei der andere auf jeden Fall mein stärkster Bereich ist. Deswegen,
würde ich, glaube ich, klar, mache ich auch alles und ich finde auch alles cool und ich will auch weiter alles machen, aber wahrscheinlich bin ich auch von außen betrachtet eher jemand, den man als Video-Editor bezeichnen würde. Und das war so die Frage, wo ich mich nachgedacht habe, ob das so allgemein aktuell der Trend ist auf diesen Online-Plattformen oder diesen Online- oder diesen Content-Creatorn, diese Leute, die aktuell relativ viel rausstreuen, ob das vielleicht nicht auch alles eher Video-Editor sind. Kann man sich ewig lang Gedanken drüber machen. Ja, das stimmt, aber zum Beispiel der Daniel Slotin, der nennt sich zum Beispiel selber als Video Director. Das finde ich auch ein cooler Begriff, dass du quasi die Direktion über alles hast. Über die Kamera, über den Schnitt, über das Grading, über alles. Und über den Sound. Also das ist, finde ich, auch ein cooler Begriff. Dass du, also ich finde es einfach spannend, dass du halt alles machen kannst heutzutage. Also du musst nicht immer, hast nicht verschiedene Sektionen, sondern du lernst, wie gesagt, beim Filmen, beim Schneiden alles so, wie es funktioniert. Und das, also ich meine, du kannst dich ja beim Schneiden, kannst du dich ja stundenlang verrennen. Du kannst dich beim Sounddesign stundenlang verrennen. Und dann, wenn du hinterher noch mit Farbkorrektur und Color Grading und was weiß ich alles anfängst, da kann ja teilweise, das kommt ja dann auch auf. Das meinte ich ja vorhin mit dem Faktor Zeit, weil das ist ja Effektivität und Zeit, wenn du jetzt was für einen Businessbereich machst. Du könntest da schon ein riesen Hammer-Klopper-Video rausbauen, aber es kostet halt einfach extrem viel Zeit. Also wenn ich jetzt 3 Tage alleine nur fürs Grading verbringe, dann wäre das Video, glaube ich, der Oberburner. Also eine ganz andere Qualität, als wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt fürs Grading einen Tag. Weißt du, wie ich das meine? Also es kommt auch immer darauf an. Wie kann man das verkaufen, dass das halt auch noch Spaß macht? Weil wenn ich da jetzt ewig dann in einem Moment dran sitze, dann verliere ich ja auch irgendwann die Lust an dem, was ich da gerade tue. Also das ist ja Das dann ist auch so, die immer so. Motivation hängt dann ja auch. Also ist schon schwierig, ja. Aber jetzt so eine genaue Bezeichnung, Betitelung, also ich finde Director, Videograf, das ist eigentlich so das so, wie ich es benennen würde, das was so da zusammenhängt, dass man jetzt alles macht heutzutage, ja. Ja. Ja, okay, ja gut, ein Director, das ist ja eigentlich auch seine Aufgabe dann, ne? So den Überblick zu behalten. Und ich glaube, ein guter Regisseur, der kennt sich auch in allen Bereichen aus, der beherrscht vielleicht nicht alle Bereiche, aber er kennt sich Genau. zumindest grundlegend darin aus, Genau. kann dementsprechend auch seine Ansagen machen. Aber wie, genau wie du sagst zum Beispiel, das Color Grading liegt mir nicht so, dann würde ich mich da ja in dem Bereich dann auch weiterbilden. Genauso habe ich das auch gemacht. Ich habe mir damals, warte, jetzt habe ich es nochmal hier liegen, Premiere. Habe ich denn? Irgend so eine Color Correction Lehrgang habe ich mir mal geholt und das war mega spannend und das war von einem Coloristen, der hat so ein bisschen erklärt mit Farbräume, wie funktioniert das und ich habe nach den ersten Stunden, ich hatte Kopfschmerzen, weil es extrem viel in die Tiefe gegangen ist, aber es war sau super spannend. Also wenn du so ein bisschen gerafft hast, was so, wie das sich verhält mit den Farbräumen und wie das funktioniert, wie man bessere Bildqualität, bessere Schärfe raushauen kann, dann macht das schon richtig Spaß, wenn du so immer mehr so Know-how aneignen kannst und das kann man ja heutzutage Gott sei Dank auch alleine zu Hause im Wohnzimmer machen. Da muss man ja nicht mehr an Ja. irgendwelche Universitäten gehen und da stundenlang im Plenum sitzen, sondern du kannst das ja auch so lernen heutzutage. Das ist ziemlich cool, ja. Ja, stimmt. So bringe ich mir das alles selber bei, ja. Und ich lese auch sehr gerne sehr viel. Das macht wirklich Spaß, wenn du dann so, aha, Und gerade wo ich jetzt gerade dran bin, ist Storytelling. Das ist das, was mich jetzt gerade sehr interessiert. Weil es ist auch riesengroß, wo man denkt, ja, Storytelling ist halt Geschichten, ist ja nicht so schwer. Doch, es ist für Video oder für Film ist es eine riesengroße Geschichte. Richtiges Storytelling, weil damit fängt alles an. Weil wenn du in der Pre-Production ein richtig cooles Storyboard und Storytelling hast, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch, weil liest du da gerade ein Buch im Bereich Ja, ich lese Storytelling? sogar mehrere Sachen. Ich habe mir ganz, ich habe Tell Me habe ich mir geholt von Galileo ist Ja. das. Dann habe ich mir, warte mal, muss ich mal gucken, was habe ich jetzt noch? Storytelling für Unternehmen. Das ist von dem Verlag Meetip. Ich mache das einfach unten mal unten, alles in die Dings nachher rein. Ja. Und dann habe ich jetzt noch ein Storytelling auch nochmal für Unternehmen von Christopher Loach. Also das sind so ein paar, ganz viele Bücher habe ich mir da geholt. Ja. Und überschneidet sich alles, aber du hast überall immer ein bisschen mehr Informationen drin. Aber dieses große rote Storytelling für Unternehmen, das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Und da hat die zum Beispiel verglichen bei dem Super Bowl, bei den ganzen Werbeszenarien. Dann haben die getestet, welche Werbeclips haben am besten funktioniert. Und das war ein Werbeclip von Budweiser mit so einem Hund. Da ist so ein Hund, das sind so drei Freunde, und dann eine Farmer, ein Pferd und ein Hund. Und dann spielen die da rum und dieser Hund rennt dann irgendwann weg, weil er hinter einem LKW hinterher rennt. Und kommt dann wieder nach Hause und wird dann von Wölfen attackiert. Also und dann sieht man so richtig, dann erklärt die auch diesen Aufbau der Story, was da funktioniert und was da nicht funktioniert. Und das ist so interessant, wo du dann denkst,
Das stimmt. Und das, dieser Clip war, glaube ich, was hat es da, 45 Sekunden oder 30 Sekunden? War überhaupt nicht lang. Aber hat trotzdem in dieser kurzen Zeit schon die ganze Story erklärt. Was dann Ja. hinterher auch im Kopf blieb. Das ist ja das Wichtige. Das ist die große Kunst, ne? Ja, stehe ich voll hinter. Wenn du im Bereich Musikvideos denkst, bist du eher auf der Seite Performance oder bist du eher auf der Seite Story? Story, weil Story bleibt im Kopf. Ja. Weil es nützt denn, jetzt guck dir mal, ich habe jetzt mich ganz intensiv damit, guck dir mal Michael Jackson an, wo der damals, der ist nur erfolgreich, meiner Meinung nach, nur extrem erfolgreich geworden aufgrund von seinen großen inszenierten Videoclips. Das hat ihn richtig gepusht. Was viele Leute ihn auch nicht wissen, der hat lange darum gekämpft, dass er überhaupt bei MTV damals ausgestrahlt werden durfte, weil er Schwarzer war. Weil die haben gesagt von MTV, nein, wir wollen keine Schwarzen. Und das hat lange, lange gedauert, was ist ja heute unvorstellbar, aber es hat lange, lange gedauert, bis dann die Schwarzen überhaupt auf MTV ausstrahlen durften. Und als das losging, als das gebrochen wurde, dann ging es dann richtig los mit seiner Karriere. Er war, glaube ich, sogar der erste schwarze Musiker, der auf MTV zu sehen war. Und das war so der große Brecher, wo es dann richtig nach oben ging für ihn, ja. Und das ist auch Ja. meiner Meinung nach, dass du nur, wenn du einen geilen Song geschrieben hast als Musiker, das ist zwar schön, nice to know zu hören, aber es googelt sowieso oder YouTube sowieso jeder nach diesem Video. Und wenn das Video geil ist, dann wird der Clip, glaube ich, sag ich mal, dann geht der potenziert er sich mehr nach oben, als wenn du einfach nur den Sound hast. Es sei denn, du hast das Glück und es läuft den ganzen Tag im Radio, aber das ist ja ziemlich schwierig. Ja, also ich glaube, dass es auch durchaus Performance-Videos die Daseinsberechtigung haben, wenn ich gerade so im Bereich Rockmusik, irgendwie kleine Indie-Bands, also Independent-Bands, die auf einem kleinen Label sind, die vielleicht jetzt gerade erst rauskommen. Aber trotzdem würde ich denen empfehlen, auch die Geschichte des Songs wieder zu spiegeln in dem Video. Würde ich jedem empfehlen. Jetzt guck dir ganz, wenn du sagst Rock, Guns N' Roses zum Beispiel, November Rain oder was es da für geile Tracks gibt, das war immer eine Story damit bei. Immer. Ja gut, das sind ja auch keine Independent-Bands und waren zu Nein, dem nein, nein, Zeitpunkt aber auch du kannst ja keine trotzdem, Independent. du musst ja nicht jetzt so eine High-End-Produktion machen, aber die Geschichte erzählen ist, du findest trotzdem in dem Kollegenkreis immer mal ein Pärchen oder wenn es um Liebe, keine Ahnung was geht, wo du sagst, hast du mal einen Tag Zeit, wir wollen gerne mal ein cooles Video machen, die sind ja auch super stolz. Also du musst ja jetzt nicht Riesenbudgets da auffahren, damit das Video funktioniert. Aber ich meine, von der Idee, von der Gestaltung des Videos, sollte man sich von vornherein einfach mehr darüber Gedanken machen, die Geschichte des Liedes, zum Beispiel in der Musikbranche, die Geschichte des Liedes zu erzählen. Ja, also wie gesagt, kommt drauf an. Ich glaube, gerade bei solchen Bands steht nicht im Vordergrund, dass sie berühmt werden wollen oder dass sie Aufmerksamkeit erregen wollen, weil solche Bands gerade ihre Musikvideos, die ersten Musikvideos dafür nutzen, um an Auftritte zu kommen, um die Tour zu planen. Und das geht dann an Booker und solche Sachen raus. Und da ist es dann wichtig, wenn du gebucht werden willst für eine kleine Clubshow oder für ein Festival oder was, und die kennen dich nicht, die kenne ich auf jeden Fall nicht, weil du ja gerade am Anfang ein bisschen klein bist, aber die sehen, das ist eine geile Performance-Band und die gehen ziemlich ab, und wenn wir die auf unserem Festival spielen lassen, dann geht der Moshpit ganz schön nach vorne oder sowas. Das Und dann das stimmt. Ganze ein bisschen aufpoliert, schönes Bild, dann kann so ein Performance-Video auf jeden Fall viel mehr bewirken, als wenn man dann als kleine Indie-Band eine coole Geschichte hat, was auch vielleicht ein ansehnliches Video ist und aus filmografischer Sicht irgendwie geil dramaturgisch aufbereitet ist. Aber an die Leute, die das primär geht, das Video, die interessiert das halt null. So, weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Und das ist natürlich auch eine ganz andere Zielgruppe. Wenn du sagst, okay, ich will das Video nutzen, um gebucht zu werden, ist es ein ganz anderer Hintergrund. Also das ist, finde ich, was ich jetzt gedacht habe, dass du das Video nutzen willst, um das der breiten Masse zu zeigen. Oh, was ist jetzt passiert? Um das der breiten Masse zu zeigen. Das ist natürlich was ganz anderes. Ja, gibt halt, ne, muss man immer schauen, in welche Richtung soll ein Musikvideo gehen, was will die Band damit erreichen. Genau. So finde ich spannend, weil ich auch viele Musikvideos mache und selber auch schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren Musik mache oder was. Und gerade wenn man mit so kleineren Bands dann, weil die noch relativ am Anfang sind, oder wenn es dann irgendwie dann doch mit ein bisschen mehr Geld geht, dann wird es auch richtig spannend. Ja, auf jeden Fall. Musikvideobereich ist was, wo man auch sich relativ kreativ austoben kann, finde ich ganz geil. Und das ist ja immer so die Frage, Story oder Performance? Ja. Oft vermischt es sich. Ne? Primär Performance, aber mit einem kleinen Storyfluss nebenbei. Genau. Oder mache ich so ein richtig filmisches Storyvideo und die Band tritt irgendwie auf. So, das gibt es ja dann auch.
Genau, du musst ja eh die Parallele, also wenn du nur die Story erzählst, ist ja auch Quatsch, sondern du musst ja eh die Parallele machen zwischen demjenigen, der das performt und der Story. Aber wenn du das immer so im Schnitt hin und her machst, dann ist es interessanter, das Video auch anzusehen, weil du hast ja nach ein paar Sekunden ist ja die Aufmerksamkeit flöten und dann musst du eine nächste Szene machen. Ansonsten guckst du das Video eh keiner an. Also da musst du eh so den Grat dazwischen finden. Ne? Ich habe ein Interview gemacht mit Daniel Slotin, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast im Podcast, und der hat auch viel erzählt, weil das war auch richtig schwierig, den überhaupt zum Interview zu bekommen, weil er so viel, der reist auf der ganzen Welt, der arbeitet mit den ganz großen Rapper-Szenen und der macht auch richtig, also was Kameratechnik angeht und sowas, macht er richtig coole Sachen. Und der macht zum Beispiel auch alles selbst. Also der steht selbst hinter der Kamera, der macht selber den Schnitt, der macht selber das Grading abends im Hotel, mit seinem Laptop sitzt er da und schneidet dann auch bis nachts irgendwann den Film. Und das ist wirklich super krass, was er da macht. Und er hat angefangen mit Street Cinema damals vor 10 Jahren, glaube ich. Und der ist richtig super erfolgreich. Und der ist auch coolerweise mit seinen Videos zu Viva gerannt, mit der DVD damals. Und den haben sie dann auch immer abgewimmelt, so nach dem Motto: Ja, was willst du denn hier? Und irgendwann kam dann der Durchbruch und irgendwann kam dann YouTube und dann ging es dann richtig nach vorne. Ja. Du musst halt immer das, was du kannst ja nicht erwarten, wenn du einmal irgendwas raushaust, dass du dann der Super-Megastar bist, sondern das dauert einfach ewig. Ja, das stimmt. Genau, also das Coole, das Beste, was ich mal gehört habe, Erfolg kommt zwar über Nacht, aber hat meistens 30 Jahre Vorarbeit. Und das stimmt meistens auch, ja, das ist wirklich so. Machen wir weiter. Welche Marketingmaßnahmen findest du denn gerade für Einsteiger am sinnvollsten? Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt so ein paar Tipps in der Hand, wenn du jetzt anfängst mit Videografie, was du da so machen würdest, was du empfehlen würdest? Also gerade die Foren, die du eben angesprochen hattest, Facebook und sowas, da ist das ja ein heiß diskutiertes Thema und es gibt sehr viele, die das auf den Teufel verhassen. Aber ich finde, wenn du anfängst, ganz am Anfang, du brauchst halt dein Portfolio und dann ist es auch vollkommen okay, dass du Arbeit umsonst machst. Ich würde ohnehin, also ich habe ja eigentlich, wenn man es so sieht, den falschen Weg gewählt. Ich habe mich erst selbstständig gemacht und dann angefangen, so das. Ne, richtig professionell zu arbeiten, das war auch nicht so clever, aber oft hast du ja irgendwie, du bist noch Schüler oder Student oder du hast noch einen Job und was weiß ich, also du hast noch irgendwie ein anderes Leben, fängst an mit der Filmografie oder Videografie und fängst an Videos zu machen. Dein Portfolio kannst du irgendwie schlecht mit selbstproduzierten Home-Videos aufbauen oder mit auch Geburtstagen, die du gefilmt hast. Du brauchst halt irgendwie was zum Zeigen. So, und dann, das wäre für mich immer der erste Schritt, schauen, wie kann ich irgendwas ich nenne es jetzt mal professionellen Bereich, Film, mit einer Firma oder auch genauso eine Hochzeit oder irgendwie ein lokales Event oder sowas, dass ich ein Aftermovie davon mache. Am Anfang wird dir ohnehin wahrscheinlich keiner Geld dafür geben, aber du brauchst halt diese ersten Projekte, um dann auch zu zeigen, was du kannst. Und wenn du das gut machst, dann werden die dich ohnehin weiterempfehlen. Und du kannst das Material verwenden, um dein Online-Portfolio aufzubauen oder um deine Webseite aufzubauen, um die Sachen auch weiterzuschicken, um dann zu sagen: Hey Leute, ich habe mal auf eurer Seite geschaut, ihr habt noch gar keinen Web-Content auf eurer Facebook-Seite, gar kein Bewegtbild. Guck mal, ich habe hier was mit dem Restaurant schon mal gemacht. Wenn euch das gefällt, können wir da gerne mal drüber sprechen und vielleicht kommen wir ja zusammen. Das ist, glaube ich, also für mich ist das der schlüssigste Weg auch zu beginnen. Also, Reihenfolge war jetzt richtig, du fängst das Portfolio, du suchst dir Leute, wo du Videos machen kannst, machst das für Nulu, machst deine Webseite und sprichst dann Leute an. So habe ich das jetzt richtig verstanden. Ja, so im Groben und Ganzen, ja. Gut, sehr cool. Hast du denn deine Zielgruppe auch genau definiert, wen du haben möchtest, so deine Wunschkunden? Ich habe die selber nicht definiert. Das ist mehr so, dass die von außen definiert wurde, würde ich mal sagen. Also die Unternehmen, mit denen ich aktuell zusammenarbeite, das sind Konzerne hier in Deutschland, für die ich dann Social Web Geschichten vor allen Dingen mache. Musikvideos ist was, wo ich so sehr viel Herzblut reinlege, was ich viel mache, wo ich jetzt aber nicht
irgendwie mich auf eine bestimmte Musikrichtung festlegen möchte, weil ich auch schon ein paar gemacht habe, aber weil ich auch eher aus der Rockrichtung komme, sind da auch immer viele Rockleute bei, die ich ohnehin schon kannte oder die das irgendwie darauf aufmerksam geworden sind. Und solche Imagefilmgeschichten oder auch mal kleinere Webgeschichten, Social Web Produktion oder sowas, kommt, ja, kann ich so gar nicht richtig definieren. Viel auch aus dem Startup-Bereich, weil ich da, wie gesagt, mit meinem eigenen Startup auch relativ aktiv war und auch deutschlandweit teilweise ja schon agiert hatten und auch ein bisschen Aufmerksamkeit hatten. Und wenn man dann ins Gespräch kommt, so und was machst du sonst so, wenn du kein Startup hast? Die meisten machen ja da tatsächlich was Richtiges nebenbei. Ich habe nichts Richtiges nebenbei gemacht, ich habe Videos nebenbei gemacht. Aber ich finde, das ist schon was Richtiges. Also ich finde, meiner Meinung nach ist Video einfach die Zukunft. Klar, Da auf ist jeden noch zu Fall. viel, zu Das wenig macht Spaß. Potenzial, was die meisten Leute sehen, aber das ist eigentlich das, wo ich gerade dann am Arbeiten bin, dass die Leute das erkennen, dass was Video eigentlich. Und das Krasse ist, jede Marketingfirma sagt ja Video, 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 aber die Unternehmen, ja. Also es dauert lange, bis ein Unternehmen dann sagt, okay, wir machen jetzt mal ein Video. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist leider sehr, sehr mühselig. So ein kleiner ein Hack in der Geschichte ist ja, wenn du dein Portfolio aufgebaut hast und deine Webseite steht oder deine Internetpräsenz oder was auch immer steht, du hast einen coolen Instagram-Kanal, und dann nicht direkt auf Unternehmen zuzugehen, sondern dann direkt auf Agenturen zuzugehen und zu sagen, ey, ich bin freiberuflich in dem Bereich und hier ist mein Portfolio. Wenn ihr da in dem Bereich Projekte habt, können wir gerne mal zusammen sprechen. Und dann vielleicht, das ist mein Stundensatz oder keine Ahnung, ist ja auch oft Verhandlungssache. Weil dann hast du nicht, musst du nicht diese Kaltakquise direkt an die Unternehmen machen, sondern hast irgendwie den Multiplikator an der Stelle. Das stimmt. Klappt ganz gut. Ja, dafür habe ich jetzt ja gerade selber was aufgebaut über Videodo, wo dann Leute auch gefunden werden. Schick dir nachher mal den Link. Ich finde es mega cool. Das sind auch schon, haben schon ganz viele Leute angemeldet, wo dann Leute, die Videomacher suchen, auch Videomacher finden. Und das ist eigentlich Ja. ganz cool gemacht. Und bin ich sehr stolz drauf. Und das habe ich seit letzter Woche, warte, seit letzter Woche, Donnerstag, eigentlich erst veröffentlicht. Und ich habe mittlerweile schon, was waren das jetzt, 1000. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, 1400 Leute waren schon auf der Seite. 1400 Seitenbesucher hatte ich schon. Also, Ja. läuft. Ja, läuft. Läuft. Es Sehr gut. funktioniert. Aber wie gesagt, ich glaube, wie gesagt, die Nachfrage ist wirklich da. Nur viele, was ich festgestellt habe, viele Videoleute, deswegen frage ich immer Marketing, haben keine Ahnung von Marketing. Bei dir höre ich raus, du hast super viel Ahnung von Marketing. Darf ich kurz fragen, hast du im Studium da irgendwas gemacht mit Marketing oder? Nö, ich habe nebenbei in der Agentur gearbeitet, als ich Ah. mit dem Studium fertig war, aber auch nur ein halbes Jahr. Ja, aber dann hast du da schon ein bisschen was mitgekriegt, wo es drauf ankommt, zur Customer Journey, hast du vorhin erwähnt und ich denke mal, wo du das Projekt hattest, hast du auch viel gelernt, oder? Ja, ich hatte ja selber auch mal eine Agentur, also eine Videoagentur tatsächlich, und da haben wir halt viel Social Web Produktion gemacht, und dann musst du dich zwangsweise auch mit Social Media Marketing beispielsweise auskennen, weil sonst kannst du in dem Bereich nicht produzieren, das macht überhaupt keinen Sinn. Logisch, ja. Und ich finde den ganzen Marketingbereich spannend, also Ich den fand ich auch. schon immer spannend. Ja. Und ich versuche mich gerade da auch, ich persönlich finde ja so, dass ich da noch viel Potenzial habe, mich zu verbessern. Aber ja, das kriegt man öfter zu hören, doch. Oder ich kriege das öfter zu hören, dass ich mich da ganz gut auskenne. Und ich finde es auch wichtig, weil der Bereich sich immer weiterentwickelt, der steht Ja, nie still. genau. So, muss immer Zahn der Zeit bleiben. Und ich finde es auch, das macht super viel Spaß. Bei mir war das auch so. Ich habe angefangen mit Hochzeitsvideos und dann ging es notgedrungen, logischerweise, aus Marketing. Wie komme ich an Aufträge? Und dann habe ich mich in dem Thema so verrannt, wo ich sage, ey, das ist ja voll geil, das macht ja richtig Spaß. Wie lerne ich es, andere Leute von meiner Arbeit zu überzeugen, dass sie mich hinterher auch buchen? Und wo ich dann auch festgestellt habe, es kommt hinterher auch gar nicht auf den Preis an, weil wenn du vernünftige Preise dir dann überlegst und. Also ich habe immer andersrum gerechnet, zum Beispiel bei meiner Preisgestaltung, immer so, was brauche ich am Ende, dass ich Geld habe für meine Arbeit, dass ich noch Geld habe, um was an die Seite zu legen, um später zu investieren und dass ich noch Geld habe, um Marketing zu schalten. Und Ja. dann sagen die meisten natürlich, weil es ja nicht ist, es ist ja B2C, das ist ja wieder was anderes, aber bei Hochzeitsbranche, dann sagen die immer, oh, das ist aber teuer, das ist aber teuer. Wo ich mir denke, ja, aber und dann fand ich es ja interessant, den Leuten zu vermitteln, warum es sich lohnt, dass sie das investieren in ihre Zukunft für ihre Hochzeit. Also das hat dann extrem viel Spaß gemacht, ja. So bin ich Ja. dazu gekommen, ja. Ja, das stimmt.
Das ist spannend. Also ich finde es auch mega, den ganzen Bereich mega interessant und mega spannend. Deswegen ziehe ich mir da auch viel rein. Wenn du jetzt Kundengespräche hast, du hast gesagt, du arbeitest für Konzerne, das heißt, du wirst ja mit den Leuten auch mal gesprochen haben. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man sich da vorbereiten kann auf das Gespräch? Fängt, glaube ich, eigentlich schon viel früher an. So, wie entsteht die Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen? Das ist, glaube ich, eher der Knackpunkt. Hast du das selber akquiriert oder bist du über eine Agentur beispielsweise oder anderen Multiplikator da rangekommen? Oder haben die dich direkt angeschrieben? War in dem ersten Briefing schon, wurde da schon verraten, worum es eigentlich geht? Also was soll eigentlich gefilmt werden? Wofür soll das verwendet werden? Und je nachdem, wie viele Informationen da schon geflossen sind, kann ich dann auch mich schon auf das Gespräch vorbereiten. Also was ich, glaube ich, immer machen würde, ist das Unternehmen unter die Lupe nehmen. Was macht das Unternehmen eigentlich genau, wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite? Ne? Was macht das Unternehmen genau? Wie verdient das Unternehmen Geld? Also was sind die Produkte, was sind die Dienstleistungen? Und dann im nächsten Schritt zu überlegen, was will das Unternehmen mit dem Video erreichen? Das findet man meistens erst im ersten Gespräch raus. In der Kontaktaufnahme ist das vielleicht nur mal so, ja, wir wollen was für unseren Instagram-Kanal machen oder wir wollen eine Webreihe machen oder wir wollen unsere Mitarbeiter vorstellen, wir wollen einen Workshop, keine Ahnung. Das ist aber eigentlich immer das Kernthema des ersten Gespräches und dann sollte es auch wirklich nur darum gehen. Dann sollte nicht irgendwie noch Zeit verschwendet werden, was macht das Unternehmen genau, da solltest du eigentlich schon ziemlich genau Bescheid wissen, dass es relativ schnell abgehakt werden kann und dir dann auch schon selbst überlegen, was kann ich dann dem Unternehmen für Mehrwert bieten, wenn ich was mache. Also was sind meine Stärken, was kann ich denn besonders gut? Und ja, so dann in diesen Punkten auf dem Zettel ins Gespräch gehen und dann genau zuhören, was die eigentlich möchten und dann versuchen, in die andere Rolle hineinzuversetzen und zu verstehen, wie kann ich dem Kunden oder dem Unternehmen bestmöglich helfen, Sehr sein cool. Ziel zu erreichen. Sehr, sehr cool gemacht, ja. Also sehr, sehr cooler Tipp, ja, weil das ist eigentlich genau das, wie ich das auch sehe. Jetzt bist du im Gespräch selber. Wie überzeugst du denn? Du hast das jetzt rausgesucht, du hast jetzt runtergeschrieben, was die jetzt gerne brauchen, was du denn empfehlen würdest. Aber wie kommst du denn zum Abschluss? Wie überzeugst du die denn von deiner Arbeit und deiner Leistung? Also, ich versuche nie, ich denke jetzt ganz im Unternehmenskontext, ne? Der Kunde sitzt gegenüber ist ein Unternehmen. Ich versuche nie, das Unternehmen von mir zu überzeugen. Also, ich versuche im Gespräch zu zeigen, was ich dem bieten kann und zu sagen, ich glaube, ihr möchtet zum Beispiel eine Videoreihe auf Facebook über eure Mitarbeiter im Vertrieb veröffentlichen, weil es dann ein persönliches Verhältnis zu euren Kunden besteht. Und ich glaube, dass ich das so und so aufbereiten würde und das so und so machen würde. Und dadurch werden diese Emotionen erzeugt, dass diese Außenwirkung wird erzeugt, euer Brand Awareness wird so und so wahrgenommen. Und ich glaube, dass es so funktioniert. Das wäre meine Herangehensweise an diese Sache. Und ich glaube, dass es in eurem Interesse ist und das wäre ungefähr mein Preis. So würden wir zusammenkommen. Und dann. Ah, das finde ich sehr. Das heißt, du nennst auch im Gespräch direkt deinen Preis, auch wenn du nicht danach gefragt wirst. Also ich wurde noch nie nicht danach gefragt. Okay. Und ich hab einen Stundensatz oder eine Stundenrange ist es mehr. Und ich sag, also das, ja, das sage ich dann schon, ich glaube, dass es so und so viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Und dann würde das bei meinem Stundensatz, ist ja ganz einfache Milchbubenrechnung, so und so viel kosten. Das ist jetzt noch nicht ausgearbeitet, das ist nur ein grober Entwurf, aber dass ihr, also ihr, das Unternehmen auf der anderen Seite, schon mal eine grobe Vorstellung habt, in welche Preisrichtung das gehen kann. Und dann lasse ich die Unternehmen auch damit alleine und dann versuche ich auch nicht, die davon groß zu überzeugen oder irgendwie für mich zu gewinnen oder so, sondern ich glaube, wenn das Unternehmen das genauso sieht und erkennt, okay, der Typ, der gerade vor uns sitzt, der kann das so erzeugen, wir
vertrauen ihm da. Also das Vertrauen ist irgendwie aufgebaut. Und das wird ein rundes Ding, sind wir gespannt drauf. Ja, machen wir. Dann ist es aus deren Seite impulsiv gesteuert und nicht meiner Seite aus. Und ich glaube, wenn diese ganzen Key Facts gelegt sind, dann läuft es auch. Also Ja. dann ist es, dann wird, so startet auch ein gutes Kundenverhältnis, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, klingt sehr cool. Ich möchte jetzt nicht wissen, wie viel Geld du nimmst, aber ich würde gerne mal wissen, wie du deinen Preis berechnest. Also du hast vorhin den Multiplikator 2,5 genannt. Das ist in der Stundenbeschreibung. Und wenn du jetzt sagst, du wirst ja irgendwo auch mal rückwärts gerechnet haben. Du wirst jetzt sagen, okay, wenn ich jetzt einen Unternehmens-Image-Video-Image-Film produziere, wie lange brauchst du dafür? 2 Tage, 3 Tage mit Schnitt und Rendering und allem drum und dran? 3 Tage oder was hast du da immer so ungefähr? Ja, also da ich denke immer als grundsätzlich sowieso als Regisseur immer dauerhaft bei ganzen Geschichten und dann kommt es auf Storyboard ein bisschen an, was denn innerlich umgesetzt wird. Haben wir ein oder zwei Filmtage? Habe ich noch externe Leute, die ich dazu buche, wie einen Tonmeister oder einen Tonoperator oder was? Aber so zwischen 3 und 5 Tagen ist, glaube ich, ein guter Schnitt. Ja, ungefähr. Aber Preisberechnung, ja, Preisberechnung mache ich ganz einfach. Ich weiß ungefähr, wie viel Geld ich im Monat für mich brauche, um meine Miete zu bezahlen, um Essen, Kleidung, ne, was so in deinem privaten Umfeld anliegt, Handyvertrag, pipapo. Dann habe ich auch fixe Ausgaben für mein Unternehmen, also Serverkosten, die Adobe Creative Cloud, vielleicht Abzahlung von Equipment. Miete für Studio oder was auch immer dann anfällt. Und rechne einfach alle Kosten zusammen, die ich habe. Rechne die auf ein Jahr hoch. Und rechne dann noch dazu, also rechne dann meistens noch 10%, 15% obendrauf, was ich an Gewinn erwirtschaften möchte das Jahr. Und dann habe ich eine große Summe, was so das Jahresziel ist, sag ich mal. Ne? Also die Kosten, die ich auf jeden Fall decken muss, die Kosten, die ich dann wahrscheinlich noch habe, also ganze variable Kosten kommen ja auch noch dazu, wenn ich weiß, ich werde viel reisen oder ich habe vor, viel zu reisen und ich reise relativ viel ohnehin, dann weiß ich, das kommt noch an variablen Kosten dazu. Fixe Kosten, variable Kosten, eigene Kosten plus den Gewinn, das ist mein geplanter Jahresumsatz und dann rechne ich davon ab, wie viele Tage Urlaub möchte ich nehmen. Wie viele Tage in der Woche möchte ich arbeiten? Wie viele Tage bin ich wahrscheinlich krank? Und dann komme ich auf eine Zahl, jo, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber 365 minus diese Tage. Das heißt, das sind dann meine reinen Arbeitstage. Und ich weiß auch, dass ich nur zwischen 40 und 60% mit meinem Kerngeschäft an Zeit verbringe. Die restliche Zeit geht drauf, Kundengespräche, Akquise, organisatorisches, administrative Sachen, Buchhaltung und solche Geschichten, was halt sonst rundherum noch anfällt. Das heißt, mein reines Kerngeschäft beträgt in diesem Fall meinetwegen 60%. Dann habe ich meinen geplanten Jahresumsatz. Teile den durch die Anzahl der Tage, die übrig bleiben, nachdem ich Urlaub, Krankheitstage, Wochenende und sowas abgezogen habe. Und teile diese Zahl oder rechne diese Zahl mal 0,6, weil ich ja nur 60% Tagesgeschäft wirklich habe. Tagesgeschäft ist das Geschäft, was berechnet wird. Habe dann eine Zahl von diesen Tagen, nee, auf den Tag genau gerechnet, was ich für einen Tagessatz habe und kann dann dementsprechend davon auch noch das mal geteilt durch 10 oder geteilt durch 8 teilen und habe einen Stundensatz. Und warum jetzt noch durch 8? Wegen Stunden am Tag oder was meinst du? Naja, weil das, was ich vorher hatte, ist ja der Tagessatz, den ich dann daraus bekommen habe. Wenn ich diese große Zahl durch die Anzahl der Tage rechne, und dann davon 40% abziehe, dann ist das ja der übrig bleibt mein Tagessatz. Und das kann ich theoretisch nochmal durch 8 oder durch 10 teilen, um einen Stundensatz zu. Jetzt habe ich's. Ja. Ja, cool. Also, du bist der Erste, von dem ich so eine explizite Aufrechnung bekommen habe, der mir gesagt hat, ich habe mir da so bis ins kleinste Detail Gedanken gemacht, was ich wirklich
einen Stundensatz, einen Tagessatz haben möchte. Also sehr, sehr cool, Respekt. Also nicht schlecht. Das habe ich bis jetzt von niemandem gehört, der sich da so detailliert Gedanken drüber gemacht hat. Und ich hoffe, ich wünsche dir auch, dass du da auch genau mit hinkommst, mit dem, was du dir da so ausgerechnet hast. Und ich freue mich natürlich darüber hinaus, wenn das dann auch mehr wird, wenn du dann auch mehr Zusatzaufträge bekommst. Aber du bist jetzt eine One-Man-Band, so habe ich das jetzt richtig verstanden. Und du mietest dir ab und zu noch einen Soundmeister noch dazu oder einen Tonmeister oder wie machst du das? Ja, also der Werdegang von mir ist so, ich habe das Unternehmen angemeldet, habe dann irgendwann gemerkt, okay, du bist eigentlich noch gar nicht so weit, du musst erstmal noch so das Online-Skills arbeiten. Bin dann in eine Marketingagentur gegangen, habe da gearbeitet, habe nebenbei meinen Videokram verbessert, habe dann eine eigene Agentur gegründet, habe dann das Startup gegründet, habe dann die Agentur verkauft. Und dann sind wir mit dem Startup gescheitert und seitdem bin ich freiberuflich unterwegs. Und das ja auch erst seit 2 Monaten, 3 Monaten ungefähr. Seitdem ich wirklich freiberuflich Filmmacher, das hauptberuflich mache. Ohne diesen ganzen Unternehmenskram. Und dann buche ich mir je nach Projekt die entsprechenden Leute dazu. Also ich weiß, dass ich auch an der Kamera selber nicht so fit bin wie manche Leute, die ich noch aus Agenturzeiten kenne. Oder ohnehin befreundete Filmemacher hier aus der Gegend, mit denen ich zusammenarbeite. Das heißt, wenn da komplizierte Sachen im Dreh sind, dann hole ich mir auf jeden Fall da jemanden extern dazu. Bei Musikvideos mag ich gerne so meinen eigenen kreativen Kopf durchsetzen und mache dann ohnehin nur Regie. Und alles andere, was benötigt wird, wird dann über das Budget abgerechnet. Sehr, sehr cool. Ja, klingt sehr. Darf ich nochmal kurz? Du hast gesagt, dein Startup hat nicht funktioniert. Nur so als Tipp für andere, die ein Startup machen wollen. Was würdest du jetzt im Nachhinein anders machen, dass es funktioniert? Also der Grund, warum es nicht funktioniert hat, war, dass wir haben eine Lernplattform in Virtual Reality entwickelt, mit der man seine Lernziele schneller erreichen kann, die man auch in Universitäten und Schulen einsetzen kann. Und wir mussten irgendwie Geld damit verdienen natürlich und haben uns ein Monthly Subscription Modell ausgesucht, also monatliche Rate, wie bei Netflix. Ich zahle monatlich, damit ich es nutzen kann. Und der Bereich ist immer noch super heiß. Aber dann kam innerhalb kürzester Zeit Microsoft, Facebook und Google, die genauso eine Plattform innerhalb von 2 Wochen nacheinander auch veröffentlicht haben und gesagt haben, wir möchten damit die Schulen und Universitäten primär erreichen, deswegen machen wir das umsonst. Und alle können das nutzen, jeder auf der Welt kann es nutzen, muss aber nichts dafür oder nie dafür bezahlen. Und dann war für uns klar, wir haben keinen Einkommensstrom und der einzige, den wir jetzt potenziell demnächst haben, wurde uns gerade gecut. Wir haben auch keine Kohle mehr über, Investoren auch abgesprungen, dann machen wir den Laden dicht. Na gut, wenn natürlich Google und Facebook und alle da reingrätschen, dann ist das natürlich, ja gut, da kann man natürlich jetzt nicht draus lernen, wie könnte man es besser machen. Also was wir vielleicht hätten anders machen können, ist, wir waren 2018, letztes Jahr, auf der Expo, hatten da einen eigenen Stand, weil wir wurden auch mit so einem lokalen Unternehmerprogramm ausgezeichnet. Und haben dann Bremen repräsentiert, also die Startup-Bereich Bremen. Und haben da auch voll auf die Kacke gehauen. So, das mit vielen Leuten gesprochen. Wir hatten auch dauerhaft viele Leute bei uns am Stand und die Folge quatscht, ja, bald ist es soweit und bald ist die Plattform fertig, das und das haben wir vor. Und die Resonanz war mega positiv und alle so, oh geil, sag Bescheid, wenn es da ist. Wir hatten auch Kontakte mit ausländischen Unternehmen, die aus einem ähnlichen Bereich kommen, die dann auch sagen, ey, wir können da echt gut partnern und wir bringen euch auch dann in die entsprechenden Schulen oder auf den Markt in Polen, in Singapur oder keine Ahnung was. Und das Ding ging plötzlich so heftig durch die Decke. Und am Ende der Expo, das erste, was wir gemacht haben, ist unsere Webseite offline genommen, weil wir gemerkt haben, ey, irgendwas passt hier nicht. Das fühlt sich irgendwie nicht gut an, weil vielleicht ist es ein bisschen Paranoia, aber wir hatten Schiss, dass da Unternehmen oder Leute bei sind, die genau das Gleiche einfach viel schneller als wir umsetzen können und uns irgendwie überholen können und einfach dann die ganzen Ideen von uns jetzt aufgesaugt haben und es einfach dann oder besser umsetzen. Und vielleicht war auch jemand von Google, Microsoft, Facebook dabei, vielleicht, keine Ahnung, ich glaube nicht, aber da hatten wir dann plötzlich so ein bisschen Muffensausen. Und im Nachhinein hätten wir vielleicht erst auf die Expo gehen sollen, wenn das Produkt wirklich fertig ist und nutzbar ist, weil wir waren mit einer fertigen Idee, wir hatten Prototypen
Und wir hatten eine Virtual Reality Brille dabei, um das mal so demo-mäßig zu zeigen. Die Plattform selber hat aber locker noch, zu dem Zeitpunkt hätte locker noch ein halbes bis Jahr gebraucht, bevor man da echt Leute raufholen kann. Ja. Vielleicht wäre es klüger gewesen, zu sagen, okay, ist cool, jetzt auch mit dem Unternehmerprogramm und der Auszeichnung, dass wir das günstiger bekommen, aber wir würden das gerne aufschieben, weil wir sind noch nicht so weit. Wir machen es dann nächstes Jahr. Und vielleicht wären wir dann jetzt im April, ist glaube ich wieder Expo, in Hannover gewesen und hätten den gleichen Erfolg gehabt. Und vielleicht wären dann die großen Namen noch nicht so weit gewesen. Keine Ahnung. Kann sein, ne? Das wäre vielleicht was, was man im Nachhinein anders hätte machen können. Aber grundsätzlich finde ich im Startup-Bereich, wenn du eine Idee hast, dann knüppel daran Tag und Nacht. Und ich bin auch ein Fan davon, relativ schnell an den Kunden oder an die Zielgruppe zu gehen, um die möglichst schnell abzuholen. Also, ich habe eine Idee, ich habe vielleicht nur Skizzen, aber ich weiß, meine Kunden sind lokale Handwerker im norddeutschen Bereich. Dann kann ich mit diesen ersten Skizzen auch schon zu den Handwerkern gehen und sagen, Leute, ich will nicht eure Zeit stehlen, aber vielleicht habt ihr kurz 5 Minuten Zeit, weil, was ist denn bei Handwerkern ein Problem? Ihr macht eure Buchhaltung wahrscheinlich alle per Hand und das ist mega aufwendig. Ich habe aber eine Idee, wie ihr das einfach einscannen könnt und dann innerhalb von ein paar Sekunden eure Buchhaltung fertig machen könnt, anstatt von mehreren Stunden. Habt ihr kurz 5 Minuten Zeit, dass ich euch das mal zeigen kann? Das ist nur Papier und vielleicht ist das so. Und dann zeige ich es ins Papier und dann kriegst du schon direkt eine Rückmeldung, wo die dann sagen, ja, ist cool, aber das und das hast du gar nicht bedacht, weil wir machen unsere Buchhaltung schon am Computer. Also, keine Ahnung. Ja, und dann, okay, kannst du das mit aufnehmen und dann, ah cool, danke fürs Feedback. Darf ich euch wieder kontaktieren, wenn ich dann ein bisschen weiter bin? Interessiert euch das Thema überhaupt? Habt ihr da überhaupt so einen Schmerz? Und wenn die dann sagen, ja, auf jeden Fall, dann hast du auch schon deinen ersten Kunden irgendwie akquiriert. Und du hast selber auch schon richtig gutes Feedback für dein Produkt bekommen und kannst dann in die nächste Ausbaustufe gehen und sagen, okay, ich habe das jetzt auf Papier gemacht, ich mache das jetzt mal klickbar in PowerPoint. Oder ich mache jetzt mal daraus ich baue ein After Effects, baue ich mal so einen Workflow nach oder so. Und so kann ich es nach und nach ausbauen und wenn ich das Produkt fertig habe, dann habe ich auch schon einen kleinen Kundenkreis, ein paar Fans und sehr gutes Feedback. Und das erreiche ich nur, wenn ich relativ früh an die Masse gehe. Das widerspricht eigentlich dem, was ich sagte, dass wir vielleicht zu so früh an die Expo gegangen sind. Ne? Aber Aber genauso funktioniert es eigentlich auch. Was du jetzt erwähnt hast, ich habe mir das Buch geholt damals Launch, bevor ich die Seite damit angefangen habe. Kennst du das Buch Launch? Launch von Jeff Walker. ach so, ja. Das Habe ich, ja. kennst du, Habe ich ne? in der Uni gelesen, tatsächlich. Und das ist richtig cool. Und der sagt ja zum Beispiel auch, du sollst erstmal eine Umfrage starten. Wie ist überhaupt der Bedarf? Ist der Bedarf da genau das, was du ja sagst? Und dann die Leute schon mal abholen und schon mal. Und das macht man ja mit Newsletter-Marketing und Marketing so und so. Habe ich das zum Beispiel auch gemacht. Und ich hatte in meiner Facebook-Gruppe 620 Leute drin und habe denen dann natürlich als erstes gesagt, so, die Seite ist fertig. Und dann haben die quasi auch die Seite überrannt und waren alle auch total begeistert. Und ja, das könnte man da noch besser machen, habe mir extrem viel Feedback da abgeholt und bin ja auch immer, also die Seite ist ja nicht in Stein gemeißelt, sondern es wird ja auch immer wieder geändert und verbessert und so. Aber ich habe mir ja als Ziel genommen, zum Beispiel, mein Ziel ist ja, dass die Leute gute Aufträge bekommen und dass die Leute, die Videomacher suchen, auch gute Videomacher finden. Und deswegen ist so die Kommunikation zwischen diesen beiden Gruppen dann einfach zu verbessern und herzustellen und denen auf beiden Seiten dann noch Tipps zu geben, was es überhaupt gibt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann setze ich mich jetzt hin und gucke überhaupt, was ist überhaupt wichtig, wie du das sagst, auch beim Video, was ist für den Unternehmer überhaupt wichtig, dass der überhaupt versteht, wie wichtig es ist, überhaupt ein Video zu haben. Weil die meisten das halt nicht verstehen, die sagen, ja, mach mal. Und die haben aber keine Ahnung, nee, mach mal nicht, sondern du musst mir ein bisschen Informationen geben, damit ich überhaupt mitarbeiten kann, damit ich mich vorbereiten kann. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die ersten Tesla-Modelle waren bereits finanziert, bevor da die erste Schraube gesetzt wurde, ne? Genau, ja. Ja, schon krass, ne? Du musst nur eine coole Idee haben, ja. Ja, cool. YouTube, da würde ich gerne noch mal kurz drauf ein. Du hast mit dem YouTube-Kanal angefangen. Darüber habe ich dich auch gefunden. Fand dich super sympathisch in dem YouTube-Kanal. Deswegen habe ich dich überhaupt angeschrieben. Sehr gerne. Und wie kam es denn überhaupt zu der Idee, zu dem YouTube-Kanal? Wie gesagt, meine filmische Karriere so als Filmemacher ist ja auch auf YouTube gestartet. Also nicht auf meinem eigenen Kanal, aber mit einem Kumpel zusammen, der Let's Play-Videos gemacht hat, also gezockt hat, sich dabei aufgenommen hat. Und so, ey, ich
weiß gar nicht, wie das alles funktioniert. Du machst doch auch Filme, so kannst mir helfen. Ja, klar. Und so habe ich die ersten Schnittsachen gemacht. So ist auch so ein bisschen die Leidenschaft für YouTube entstanden bei mir. Und ich habe mir am Anfang auch Gedanken darüber gemacht, wie werden Leute auf mich aufmerksam, damit Unternehmen, Kunden, Privatleute, wer auch immer mich als Filmemacher buchen würden oder dann später auch die Agentur buchen würden. Und habe mir gedacht, okay, wenn ich Zeit habe, machst du selber YouTube-Videos und versuchst Leuten großmöglichen Nutzen zu schaffen damit, also dem großmöglich zu helfen. Und deswegen waren so Tutorial-Sachen für mich irgendwie relativ schlüssig, dass man sich irgendwie einerseits in der Filmemacher-Szene vielleicht so einen kleinen Namen machen kann, auf Gleichgesinnte stößt, dass man sich auch austauschen kann, so wie wir es jetzt gerade machen. Oder eben auch, vielleicht sind da sogar auch lokale Leute bei, die Bock haben, dann mit in die Agentur zu gehen. Das hat tatsächlich dann auch funktioniert, dass ich so die ersten zwei Praktikanten in der Agentur damals bekommen hatte, weil die meinen YouTube-Kanal gesehen haben. Und ich finde das heftig, weil der Kanal hat jetzt nicht mal 400 Abonnenten, zu Zeitpunkt Status quo, ne? Und als ich die Agentur gegründet hatte, waren das nochmal irgendwie ein paar hundert weniger. So, ne? Aber trotzdem, weil ja auch Google diese lokale Geschichte mit in die Suchergebnisse einspielen lässt und so, hat das geklappt und so ging das auf. Und es macht mir einfach sau viel Spaß. Also, ich habe auch schon oft darüber nachgedacht, ob ich nicht einfach sage, okay, ey, du kannst doch Videos machen, du hast doch auch den ganzen Tag Ideen. Geh doch einfach das Risiko ein und mach Vollzeit YouTube und versuch das einfach mal. Man kann ja da schon in einer bestimmten Nische mit ein paar tausend Abonnenten schon auch fast von leben. Ich habe das noch nicht ganz ausgeschlagen. Vielleicht mache ich das tatsächlich. Wie gesagt, dieser Kanal, den ich gerade im Kopf habe, Cyber Casual heißt der, ist über Cross Reality und Artificial Intelligence. Ein Thema, was mich inhaltlich auch mega interessiert, wo ich einfach auch viel Leidenschaft reinlege, wo ich viel Kram machen kann, was mir gefällt. Falls sich da irgendwann so ein kleines Fünkchen davon ergibt, dass man davon was machen kann, überlege ich tatsächlich, ob ich da Vollzeit reingehe. Sehr cool. Jetzt erklär noch mal kurz. Du hast das so schnell ausgesprochen, ich kenne diese Ausdrücke nicht. Ah, sorry. Was? Ja, du bist ja voll drin, du weißt ja, das ist ja genauso, wenn wir jemandem was von Videografie und Kamera und Equipment erklären, der guckt dann auch an wie ein Auto. Und erzähl noch mal kurz, was das ist. Also, Cross Reality ist eigentlich der Überbegriff für diese Technologien wie Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, diese ganzen Technologien, wo Reality hinten dran hängt. Also praktisch diese Oculus Go, die Oculus Brille, die wo Facebook vor ein paar Jahren für viele Milliarden das Unternehmen gekauft hat, oder diese HTC Vive, diese PlayStation VR, diese Brillen, die du dir aufsetzt und in einer komplett virtuellen Umgebung bist, das ist die Virtual Reality Technologie. Und die hat sich in den letzten Jahren extrem stark entwickelt und wird sich auch sehr stark noch entwickeln. Kommt jetzt auch in den Entertainment-Bereich sehr stark rein. Ich befasse mich viel mit dem Storytelling auch oder mit dem User Experience in diesen Virtual Reality-Geschichten, weil ich es einfach voll spannend finde, weil das also eine richtig krasse Technologie ist, wo man voll viel mitmachen kann, aber die noch relativ wenig ergründet ist und man weiß noch gar nicht, was man eigentlich mitmachen kann. Man weiß noch gar nicht, wie man Dinge umsetzen muss, damit sie funktionieren. Finde ich spannend. Augmented Reality sind diese Sachen. Pokémon Go war ja ein ganz großer Hit. Oder auch Snapchat ist auch Augmented Reality, wo du irgendwie dir digitale Inhalte ins reale Leben reinholst. Wenn ich mir also einen Hundefilter aufs Gesicht setze, dann erkennt das, oder die Technologie erkennt mein Gesicht und kann das live rendern und kann dann sagen, das sind die Konturen, da setze ich so die Maske drauf, damit das funktioniert. Das ist die Augmented Reality Technologie. Das sind so die Cross Reality Technologien, die großen. Artificial Intelligence ist, schnacke ich immer so daher, das ist halt eigentlich der englische Begriff für künstliche Intelligenz. Also auch im Bereich künstliche Intelligenz ist ja eigentlich auch nur ein Überbegriff von mehreren kleineren Technologien, wie maschinelles Lernen beispielsweise, dass eine Maschine lernt, wie es also selbstständig lernt, wann in der Produktion beispielsweise ein Ersatzteil aufgebraucht ist oder wann ich demnächst mal wieder ein Ersatzteil austauschen müsste oder wie es ein Auto besser ansprühen kann. Wenn es darauf hingewiesen wird, ey, wenn du hier rüber streichst, dann verschwendest du Farbe. Hier mal bitte nicht weiter. So, und dann lernt die Maschine selber, wie sie besser lernen kann. Oder so neuronale Netze, die man ja auch in der Medizin kennt, aber die jetzt auch
für automatische Datenauswertung und sowas genutzt werden. Das sind so Technologien aus dem künstlichen Intelligenzbereich, Englisch Artificial Intelligence. Sehr cool. Das klingt sehr, sehr spannend, wirklich, ja. Das klingt wirklich. Wo kriegst du denn da die Informationen? Wenn du jetzt sagst, du machst einen YouTube-Kanal, wo kriegst du denn da die Informationen her? Boah, ganz ehrlich, also ich habe Wirtschaftspsychologie studiert und hatte den Schwerpunkt auf Mensch-Maschine-Interaktion, also User Experience Design und wie muss eine Maschine kognitiv funktionieren, damit der Mensch sie versteht. Da habe ich schon die Sachen das erste Mal irgendwie, da bin ich jetzt auch aufmerksam geworden, so im zweiten Semester irgendwie in der Einführungsvorlesung, so, boah, geil. Und Nehme ich. seitdem ist das so in mir festgefressen. Deswegen auch das Startup, das ging ja auch genau um den Bereich. Ich finde es so geil. Ich finde dieses einfach so spannend. Das sprudelt einfach so aus mir raus. Also ich habe wirklich, was das angeht, überhaupt keine Probleme, Ideen für Videos zu finden. Es ist eher so, dass ich mir die Zeit nehmen muss, die Videos zu produzieren. Ja, ich weiß, was du meinst. Dass du dann im Schneiden, so wie wir jetzt hier, wir nehmen das auf, aber hinterher das zu bearbeiten, das ist dann wieder so, ah. Ja, genau. Genau. Ich habe da, glaube ich, jetzt einen guten Workflow gefunden, deswegen bin ich da jetzt seit 2019 relativ aktiv. Und ja, ich habe so eine Trello-Liste. Also ich nutze sowieso Trello viel für mein eigenes Projektmanagement. Und das schreibe ich, wenn ich eine Idee habe, schreibe ich das da rein. Und dann kommt mir noch was dazu, wie ich kleine Inhalte aus diesem Video umsetzen kann, kleine Notizen noch mit dazu mit rein. Zack. Da habe ich immer, habe ich auf meinem Smartphone, habe ich auf meinem Rechner, auf meinem Laptop, immer auch die Listen überall dabei, kann immer stetig daran arbeiten und so mache ich das ohnehin auch mit allen meinen Projekten oder mit den Dingen, die ich umsetze. Auch wenn ich ein neues Musikvideoprojekt habe, dann gibt es ja eine grundsätzliche Idee und dann arbeite ich irgendwie in der Vorproduktion relativ viel am Storyboard und an der Story selber. Und da mache ich das genauso. Die Ideen kommen, weißt du ja, die Ideen kommen dir nicht, wenn du dich anstrengst, ich will jetzt mir was überlegen, sondern die kommen dann, wenn du denkst, boah, ich kann nicht mehr, ich muss auch mal duschen, ey, ich sitze seit 2 Tagen hier und dann unter der Dusche. Ja gut, man riecht es ja Gott sei Dank gerade nicht, aber ich weiß, was du meinst. Ja, nein, das ist so, das kommt, die kreativen Sachen kommen meistens, wenn du zur Ruhe kommst. Bei mir ist das immer so, habe ich Boah, letztes Mal schon voll. erzählt, ich liege abends im Bett, mach so kurz vorm Einschlafen und so, Ding, wie die Augen wieder auf, Ja. scheiße, das ist voll geil, Ja. springen aus dem Bett, schreib mir das auf, weil ich Voll. genau weiß, dass ich das morgens habe ich das vergessen. Und Ja, voll. Das ist ge genau das habe ich auch. Und das Problem ist, ich liebe das, was ich beruflich mache, wirklich sehr. Ne? Deswegen ist es für mich auch kein Problem, wenn ich wirklich so extrem viele Stunden am Stück arbeite. Genau. Und irgendwann kommt der Punkt, wo ich entweder merke, ich muss schlafen, oder ich weiß ganz genau, in 4 Stunden musst du wieder aufstehen. Jetzt musst du irgendwie schlafen. Ja. Und dann liegst du im Bett und dann, yo! Das ist die Idee, das ist es. Und dann immer, oh, ich vergesse das, ich vergesse das. Ich habe auch ein Notizbuch neben meinem Bett liegen. So. Meine Cool. Freundin hasst mich auch dafür, ey. Wenn dann nachts irgendwie das Licht angeht und so. Nee, ich muss es mal eben aufschreiben. Mann, schreib das doch in dein Handy, du Asi. Und ja, schlafen ist dann doch wieder nicht drin. Aber ich habe auch überlegt, ob das sinnvoll ist, zwischendurch am Tag sich bewusst irgendwie Pausen einzubauen, wo man sich bewusst einfach Pause einbaut und sagt, ich mache hier nichts. Gar nichts. Ja, das ist sehr schwer. Ich weiß, was du Das meinst, ist aber mega das ist sehr schwer. schwer. Dass wenn man so voll im, wenn man ja einen Job macht, wo man voll für brennt und dann selber sagt, nein, ich mache jetzt aktuell nichts und mache jetzt die beste Tagesstruktur, die ich je gehört habe, du stehst morgens um 4 Uhr auf. Klingt jetzt erstmal am Anfang so ein bisschen, was? Aber du stehst morgens um 4 Uhr auf, machst dich hübsch und fängst dann so um 4:30 an, voll durchzustarten und machst dann bis um 9 Uhr Vollgas und dann bist du einfach dann ist der Körper einfach am aktivsten, weil das ganze System fährt einfach hoch. Dann hast du schon sehr viel Energie verbrannt, dann fährst du ein bisschen runter, machst bis mittags noch was und ab mittags machst du dann eigentlich nur noch, entweder bildest du dich weiter, machst Sport oder kommst dann irgendwie wieder runter. Und dann kommst du am Abend in die kreative Phase. Weißt du, dass dein Haupt-Worktime ist dann quasi morgens. Und weil Ja. das, also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das soll am allerbesten sein. So, das ist das, was ich bis jetzt gehört habe. Ja, ich mach das. Machst du das so, Also, ja? ich stehe nicht um 4 auf. Das finde ich ein bisschen krank. Also, das schaffe ich auch gar nicht. Aber ich stehe um 6 auf, tatsächlich. Aber dann machst du bis mittags Vollgas wahrscheinlich, oder? Mit Ja, Editing und voll. allem. Also, ich mache erstmal so die unschönen Sachen. Ich schreibe auch relativ viel. Also, auch so Bücher oder
Ideen für Filme oder Geschichten oder so. Also morgens nehme ich mir erstmal die Zeit zu schreiben. Nachdem ich irgendwie mir das Gesicht gewaschen habe und ein Glas Wasser, so ein paar Nahrungsergänzungsmittel reingeworfen habe, mache ich das erstmal. Dann fange ich dann relativ spät an zu frühstücken, mache dann so die hauptsächlichen Sachen Mittag. Dann fange ich langsam an, schon so die kreativen Sachen zu machen, gehe dann trainieren und komme dann frühen Abend nach Hause, um dann voll in die Kreativphase reinzustarten. Und ja, dann nehme ich mir noch immer Zeit für Familie und Freunde, Freundin und abends dann kurz vorm Schlafen nochmal so die letzten Sachen rausbekommen. Dann ist auch so der Moment, wo ich mir dann To-Do-Listen schreibe, wenn ich mir welche schreibe, oder meine Trello neu sortiere und schaue, was ich geschafft habe, was habe ich noch vor, was sind vielleicht Deadlines, was habe ich für Termine die nächsten Tage. Das hilft mir nämlich oft auch, dann abends nochmal richtig runterzufahren. In der Praxis ist es nun leider aber auch tatsächlich auch so, dass ich morgens anfange zu schreiben, dann esse und dann anfange schon voll in die Arbeit zu steigen. Dann irgendwann nachmittags merke ich so, oh, du musst auch was essen. Eigentlich wollte ich zum Sport. Entweder fahre ich dann zum Sport oder halt nicht. Und dann ist es auch plötzlich schon abends. So, Freundin ist zu Hause, okay, dann essen wir was zusammen. Und dann bin ich aber immer noch so voll im Arbeitsmodus drin, dass ich dann einfach bis in die Nacht weiterarbeite. Und eigentlich wollte ich diese Zeit ja nutzen, um runterzufahren und zu lesen. Okay, vielleicht dann doch jetzt schlafen, weil in ein paar Stunden klingelt der Wecker wieder. Ja, wie gesagt, das ist sehr, sehr schwer. Cool, da sind wir eigentlich am Ende. So, ich würde gerne noch so eine Schnellfragerunde am Schluss machen. Und zwar einfach so ein paar Fragen, die du einfach ziemlich zügig ergänzen sollst. Weil wenn man schnell antwortet, dann denkt man gar nicht drüber nach und ist es meistens die Wahrheit. Die drei besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind: Vorproduktion, Vorproduktion, Vorproduktion. Wenn du deine Kamera selbst zusammenbauen könntest, welche Fähigkeiten hätte sie? Ich habe die Frage vorher schon gelesen und ich weiß es nicht. Ich finde die Alpha-Serie von Sony einfach so geil. Ich wüsste kaum Sachen, die ich da noch besser machen könnte. Vielleicht würde ich da einen Flip-Out-Screen ranbauen. Aber ansonsten finde ich die schon ziemlich nah dran an dem, was ich mir unter einer perfekten Kamera vorstelle. In dem Sektor. Ich hatte auch schon mal eine Alexa in der Hand oder eine Arri und das war natürlich eine ganz andere Geschichte, ne? Aber ja, für die Sachen, die ich mache, finde ich die am geilsten. Dein Lieblingsbuch ist? Das heißt irgendwie aus dem Leben des Psychologen oder sowas. Ist ein Psychologiebuch und da sind Geschichten von verschiedenen Psychologen drin, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen und die immer eine ganz bestimmte Story behandeln. Und gefühlt ist da jeder Bereich aus dem Leben drin. Und immer wenn es mir schlecht geht, oder es geht einem Freund schlecht oder einer Freundin schlecht, oder dies und jenes ist passiert, dann schaue ich da rein und dann gibt es dazu irgendwie eine kleine Geschichte, wie ein Psychologe daraus berichtet, wie er das Problem auch gelöst hat und so. Und ich habe das Gefühl, in diesem Buch steht die Lösung zu allen Problemen in meinem Leben. Ich habe ja sowieso noch Studium wegen auch ein Psychologiefilm und so, ne, aber das Buch ist einfach geil, habe ich auch schon bestimmt 40 Mal gelesen oder so. Ja, sehr gerne. Bin ich mal gespannt auf den Link, weil ich bin ja auch so ein Buchhassel irgendwie. Ich muss da irgendwie alles, keine Ahnung. Das Lesen ist eigentlich das Problem, die Zeit zum Lesen, weil ich halt immer hier am Arbeiten bin. Deswegen, ich muss mich immer zwingen zu lesen, weil es, ja. Und wenn ich dann am Lesen bin, denke ich mir, boah, ich will gar nicht aufhören und dann kommt wieder Thema Schlaf. Naja, du kennst das ja. Wir waren bei dir. Lieblingszitat ist. Ist ein englisches Zitat, don't compare your beginning with others' endings. Scheiße, das ist richtig schlechtes Englisch. Also vergleiche deine Anfänge nicht mit den Enden von anderen. Weil, wie gesagt, bin ich viel im Online-Bereich unterwegs und ich sehe da ganz viele Leute, die ich mega krass finde. Und man vergisst, wenn man das sieht, oft immer, dass die eigentlich schon seit 10 Jahren produzieren oder noch länger oder seit 15 oder keine Ahnung. Und deswegen sich in den Jahren natürlich heftige Skills aufgebaut haben und du selber im Verhältnis zu denen einfach noch voll am Anfang stehst und deswegen es einfach keinen Sinn macht, sich daran runterzuziehen und zu erkennen, okay, die sind viel besser, ich werde niemals gut werden, weil die sind ja einfach Jahre voraus. Das ist auch so typisch deutsch, dass man sich selber runterzieht. Und man soll das eigentlich genau andersrum machen. Ich weiß nicht, kennst du Bodo Schäfer? Sagt er da was? Der habe ich das Buch Gesetze der Gewinner und der sagte, sollst du wirklich ein Erfolgsjournal schreiben, wo du dir absichtlich deine Erfolge, die du jetzt heute alle gemacht hast, aufschreibst und visualisierst, dass du genau in die Umkehrung kommst, dass du halt sagst, das war geil, das war geil, das war geil und das habe ich geschafft.
und nicht, das habe ich nicht geschafft, das habe ich nicht, weil du kannst alles nicht schaffen. Weißt du, wenn du nur in einem Teilbereich arbeitest. Und das finde ich eigentlich so als Idee ziemlich cool. Aber vom Zitat her, ja, das finde ich sehr, sehr cool, ja. Sehr cool. Machst du das, dieses Erfolgsjournal von Bodo Schäfer? Also Ich hab mir extra einen Kalender gekauft und ich habe es vergessen reinzuschreiben. Wie zum Beispiel mein Erfolg letzte Woche war halt der Launch der Seite und dass das so nach vorne gegangen ist, hätte ich mir gewünscht, aber hätte ich nie gedacht, dass das so weit nach vorne prescht und dass der Bedarf so da ist. Weil ich hatte vorher mit vielen Kollegen darüber gesprochen und auch durch diese Podcast-Folgen viel gehört, dass viele kreativ sind ohne Ende. Aber das Marketing einfach so, ah nee, habe ich keinen Bock drauf. Ne, der Kunde weiß ja eigentlich, wie toll ein Video ist. Wo ich mir denke, so, nee, der Kunde weiß nicht, wie geil ein Video ist. Und der Kunde wird ja auch nicht jetzt genau nach dir suchen, sondern er gibt bei Google ein gewisse Suchkriterien, die ich dann auch versuche herauszufinden, was der genau sucht, was der genau braucht. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann das hier nicht alles alleine finanzieren, diese ganze Google-Anfrage auf Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das war dann der Beginn von diesem Portal. Und das war schon vor 2 Jahren, war die Idee. Dann kam die DSGVO. Und dann musste ich mir noch so ein paar andere Sachen überlegen, wie ich das richtig mache. Habe dann einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Und jetzt, dass es aber wirklich von Anfang an professionell läuft. Und ich bin jetzt wirklich sehr begeistert. Und das wäre so ein Erfolg, was ich auf jeden Fall auch eintragen muss mit diesem Launch dieser Seite. Dass das schon Ja. so gut wirklich funktioniert. Da bin ich wirklich sehr, sehr stolz drauf. Und dann, jetzt dauert es wahrscheinlich einfach noch so mindestens 2, 3 Jahre, würde ich jetzt mal behaupten, bis es in aller Munde ist, dass die Seite bekannt ist, dass die Leute auch wissen, okay, wenn ich auf die Seite gehe, dann finde ich auch gute Videoleute. Ja, weil ich habe das Buch auch gelesen. Ich habe auch das gelesen und habe mir gedacht, so ja, cool, auf jeden Fall. Und das gibt es ja auch in ganz vielen anderen Büchern, dass man auch sich einfach bewusst machen soll, was man für Erfolge hat. Auch einfach, wenn man nur mental in dem Moment vorm Schlafen sich nochmal bewusst macht, was man heute erreicht hat. Oder wenn man sich einmal die Woche vielleicht mit einem Freund trifft, dass man sich austauscht, was waren so deine Erfolge der Woche oder so. Genau, ja. Dass man genau in dieses Mindset kommt. Das wirklich aufzuschreiben, habe ich bisher noch überhaupt gar nicht geschafft. Ich weiß nicht warum, da habe ich irgendwie eine Blockade. So, ich versuche mir das möglichst oft in den Kopf zu rufen, aber ich glaube auch, dass es eine deutsche Mentalität ist. Und dass man, wenn man aus Deutschland kommt und hier aufgewachsen ist, dass es schwierig abzulegen ist. Ja. Nein, das ist, es wird ja auch verpönt, wenn du halt so voll erfolgst, so, ja geil, das ist voll geil, ist so, naja, weißt du, du wirst immer Ja. wieder an allen Enden runtergezogen, weil wo du denkst, nein, und ja, wenn du aber die richtigen Leute findest, die dich dann auch pushen und sagen, das ist geil, dann bist du auf dem richtigen Weg. So, die Erfahrung habe ich gemacht. Voll. Ich versuche mich auch immer mit den Leuten mitzufreuen. Also wenn andere Leute was erreichen, so wie du mit deiner Seite jetzt, dann versuche ich auf jeden Fall auch mich da reinzudenken, wie es dir in dem Moment gehen muss und denke so, oh, und das war so ein großer Meilenstein, das war so viel Arbeit und krass. Und dann wirst du selber auch plötzlich so viel glücklicher und Genau, dann ja. fängst du auch ganz anders an, mit den Dingen umzugehen. Ist auch Genau. so ein ganz cooler Trick eigentlich, den ich versuche sehr oft anzuwenden. Ist schwierig, ja. Aber in den nächsten 5 Jahren werden Videos. Immersiv. Oh Gott, was ist das jetzt? Das ist genau so ein Cross-Reality-Schnack, den ich gerade schon rausgehauen habe. Also, immersiv ist so das Fachwort dafür. Immersiv bedeutet sowas wie eintauchen. Also, wenn ich die Brille aufsetze und völlig in dieser Welt versinke und in dem Moment kurzzeitig nicht merke, dass ich nicht in dieser Welt bin oder nicht in der realen Welt bin, dann ist die Immersion extrem hoch und dann ist das sehr immersiv. Und ich glaube, dass in dem Bereich Videos sich hin entwickeln und die Content Creation wird ja auch immer leichter. Ja, 5 Jahre ist eine gute Zeit. Hast du jetzt, eine Frage kommt noch, aber ich würde vorher noch mal gerne eine Zwischenfrage stellen. Hast du schon mit Premiere, mit dem VR-Bereich gearbeitet? Ja. Hast du das schon mal und findest du es cool? Ich habe das noch nicht ausprobiert, wirklich. Was hast du da für die Kamera-Settings benutzt? Hast du dir extra so eine Samsung VR-Kamera geholt, oder? Nee, ich hatte die Fuse. Mit der habe ich was gemacht und ich habe sehr viel 360 Grad Montagen gemacht, also für Startup, als wir so Workflows aus dem User Interface gebaut haben, habe ich das alles in After Effects oder Premiere gebaut und habe es dann halt in diesem immersiven 360 Grad Modus gebaut, weil wir ja ohnehin auf Messen und so Virtual Reality Brillen mit hatten und die Leute haben sich das aufgesetzt und dann musste es 360 Grad sein, Ja, weil wenn logisch, du dann ja. nur ein Bild vor dir hast, ist scheiße. Ja, das ist der Quatsch, ja. Funktioniert schon ganz gut. Was auf jeden Fall geil ist, es gibt ja in Premiere spezielle Virtual Reality Effekte für Übergänge,
Die kann man auch ganz geil in normalen Videos einsenden und als Bild dann irgendwie nochmal anders platzieren. Das macht nochmal einen ganz coolen Look, weil auf einem normalen Video wirkt der nochmal ein bisschen anders, aber ganz cool. Gut, schaue ich mir mal an. Ich bin gespannt. So, letzte Kurzfrage. Und zwar dein Vorbild ist. Darren Aronofsky, das ist ein Regisseur, der hat zum Beispiel Requiem for a Dream gemacht. Das war so einer der ersten, die ich gesehen habe. Jonas Ackermann ist auch ein Regisseur, der vor allen Dingen Musikvideos macht, der die ersten Madonna-Videos gemacht hat, wo er relativ bekannt mit war, der jetzt auch seine ersten Kurzfilme, beziehungsweise Kurzfilme sind es ja gar nicht, Langspielfilme gemacht hat. Casey Neistat war derjenige, der diese ganze YouTuber-Ära geprägt hat, Filmemacher, YouTuber, der auch einen ganz eigenen Schnitt, ganz eigene Technik irgendwie entwickelt hat, die ich cool finde. Peter McKinnon war so, glaube ich, der. Oder ist der Shootings oder der größte Filmemacher, den es aktuell im Internet gibt? So, also richtiger Filmemacher, also der wirklich Fotograf gelernt hat und was gemacht hat. Ich finde Dan Mays ziemlich cool. Das ist ein südafrikanischer Regisseur. Es gibt ohnehin in Kanada gerade ganz viele coole Leute in Toronto. J.R. Ali, Daniel Schiffer oder auch Metsi Hapoya, die auch Content Creator vor allem sind, die aber relativ coole neue Ideen entwickeln, wie man Dinge umsetzen kann. Ich finde, Andreas Hem ist einer der krassesten Filmemacher, die ich so in den letzten Jahren überhaupt gesehen habe. Ja, cool, das waren auf jeden Fall schon riesen viele Namen. Ich danke dir auf jeden Fall. Wir sind eigentlich am Ende. Du bist noch am Überlegen, aber ich breche jetzt einfach mal ab. Vielen, vielen Dank für das Interview. Ich würde noch kurz ganz am Ende, wie kann man dich denn erreichen? Wie ist denn deine Webseite, deine E-Mail-Adresse oder YouTube-Kanal? Also, wenn man bei der Suchmaschine seines Vertrauens Sebastian Budde eingibt, dann findet man meine Webseite, meine kompletten Social Media Kanäle, LinkedIn, Xing, was auch immer. Die Kontaktaufnahme läuft da eigentlich immer relativ easy. Die haben ja alle Messenger-Funktionen drin. Ansonsten über die Webseite, die landet sowieso ganz oben, das ist sebastianbudde.de. Gibt es auch Kontaktformulare, hi. @sebastianbudde.de ist so meine Erstkontakt-E-Mail-Adresse, wo man mich auch erreicht. Aber ich glaube tatsächlich, am einfachsten ist es über Social Media, gerne über Instagram einfach eine DM schicken. Da antworte ich meistens am schnellsten. Genau, ich verlinke das unten alles in die Beschreibung und dann, ich bin mal gespannt, wie dir dann später das Video gefällt. Ich danke dir auf jeden Fall recht herzlich und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu Sebastian Budde, noch irgendwas wissen wollt, er hat jetzt extrem viel Content rausgehauen, er hat viele Informationen preisgegeben, die ich bis jetzt noch wirklich von keinem anderen Filmemacher, Videofachmann gehört habe. So detaillierte Informationen und wenn ihr noch mehr wissen wollt, noch irgendwelche Fragen habt, schreibt das einfach unten in die Kommentare und ich denke mal, ihr werdet dann sicherlich noch was hören. Dankeschön für die Aufmerksamkeit und einen schönen Tag. Danke dir.